Moin, moin und herzlich willkommen zurück nach einem kleinen Router-Restart. Danke für den Hinweis mit dem Mikrofon. Das war noch zu. So, null Frame-Drops. Es sieht ganz entzückend aus. Ich glaube, wir können arbeiten. Das war die richtige Entscheidung, den Router da mal durchzuboxen. Der hatte wohl schon Wochenende oder immer noch Wochenende. Sehr gut, Leute. Das sieht gut aus. Also, wenn das auf dem Niveau bleibt, dann sind wir doch alle glücklich. Schön, dass ihr da seid. Ganz herzlich willkommen mit etwas Verspätung dank mehrerer Stream-Restarts zu Hardcore Colonization am Sonntag. Heute zur letzten Folge, bevor ich mal für 2 Monate mir eine kleine Auszeit nehme, hatte ich ja schon ein bisschen was zu gesagt. Ich werde natürlich weiter im Discord rumhängen. Vielleicht mache ich auch mal einen Stream, aber ich werde mich nicht auf den Plan committen. Und ich hatte gesagt, heute zum Abschluss werden wir mit den ganzen Zuschauerkörbels zum Moon fliegen, um ein kleines Training durchzuführen. Das heißt, alle Zuschauerkörbels, die noch keine Erfahrungspunkte haben, also keine Sterne, werde ich einpacken und mitnehmen. Und das sind ein paar. Und dann werden wir zum Moon fliegen und da ein kleines, wie soll ich das sagen, ein kleines Happening um die Fahne machen, bevor wir sie hoffentlich alle in einem Stück zurückbringen. Ohne mich hier unter Druck setzen zu wollen, aber natürlich noch mal eine ganz wundervolle Möglichkeit, die gesamten Zuschauerkörbels in einem Schlag umzubringen. Was ich ehrlich gesagt hoffe, dass es nicht passiert. So, bevor wir aber loslegen, erstmal ein ganz liebes Hallo an diejenigen von euch, die ich durch Hochscrollen noch sehen kann, nämlich den Mickey, den Ludus, den Neo und den Taffien, Santino, Jojongs, der Laro, Hugo, die Gulaschkanone, Demos. Vielen lieben Dank auch für den Resub. 24 Monate Demos, Dankeschön. Tovatsch und Maniac Prophet, SF Giants, der Explodot, Diviko, Meoran, Kaktusbombe, Auto 1993, Charabel Pablone. Ah, das ist eine lange Liste, wenn man mehrmals den Stream neu startet, stelle ich gerade fest. Und ich glaube, Shigi habe ich noch nicht erwischt. Und jetzt hoffe ich, ich habe den. Okay, der DJ und Rolf Roller haben auch noch Moin gesagt. Schön, dass ihr alle da seid. Und hier gehen die Frame Drops los, aber bisher in einem sehr, sehr zivilen Bereich. Hoffen wir, dass es so bleibt. Genau, wir werden mit unseren Zuschauerkörbels in Richtung Moon fliegen. Werden dort wundervoll, also hoffentlich wundervoll, eine Fahne aufstellen und dann zurückfliegen und eine kleine Moonrückkehr erfolgreich Mission machen. So, DJ, vielen lieben Dank für den Resub. Ich habe keine Ahnung, warum der gerade nicht alertet. Vielleicht muss ich Stream jetzt mal einmal neu starten nach diesem kleinen. Nach diesem ganz klitzekleinen Internetverlust-Fiasko. Fiasko. Gott, oh Gott, oh Gott. Reden ist heute noch nicht so gut. So, zack. Nö. So. Aber trotzdem vielen lieben Dank. Auch wenn der Alert irgendwie nicht durchschlägt. Wer weiß, was da gerade los ist. Genau, um das Ganze. Okay, also die. Rechtzeitig vor der Pause geschafft. Ich erwarte den Batch bis morgen 8 Uhr in meinem Briefkasten. Ah, morgen 8 Uhr wird, glaube ich, ein bisschen knapp, aber vielen lieben Dank auch für deinen Resub. Und ich werde jetzt gleich mal gucken, ob wir noch irgendwas auf dem Moon erledigen können, was uns auch ein bisschen Geld bringt, sodass wir das Ganze kombinieren mit zumindest nicht komplett pleite gehen. Und dann würde ich mir heute ganz besondere Mühe geben, euch alle nicht zu töten. Ja, Frame Drops auch beim Reden, genau. Das ist mein Ziel. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Und Dankeschön, Demon, für den 6. Monat in Folge. Halbes Jahr jetzt auch schon mit dabei. Dankeschön für den Resub. So, gehen wir als erstes mal nach Mission Control. Ich hoffe, das ist ja alles halbwegs sauber eingestellt. Dieses Hin- und Hergerenne hat es nicht besser gemacht. Moon, 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 Moon. Das ist mir Candle Traveling Wave Reactor Engine und dann ganzen Engine Suborbital über Moon testen für so wenig Geld ist mir zu wenig. Moon Space Station ist es auch nicht. Wir könnten natürlich noch 3 Touristen mitnehmen, um das Ganze zu finanzieren. Wollen wir die noch mitnehmen, um es einfach noch ein bisschen schlimmer zu machen? Gleich noch ein paar Touris mit dazu.
Dann machen wir eine richtige Horde. Aber die bezahlen uns die Rakete. Das ist relativ gut. Da haben wir, guck mal, 300.000. Und dafür müssen die nur zum Moon fliegen. Und da landen. Richtig? Richtig. Zack. Zack. So. Hi, Major. Nächste Woche habe ich 24 Minuten. Nö, da musst du bis Mai warten. Badge Cliffhanger. Badge Cliffhanger. So, jetzt müssen wir einmal mal zählen. Also, wir haben drei Touris. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Kerbels. Sind wir da dann korrekt bei 19 Sitzplätzen, die wir brauchen? Oh, das sind die. Ich habe die Touris schon mitgezählt. Da sind wir nur bei 16. Richtig? Die Touris sind mit dabei. die Mods machen doch hier nichts, Major. Ich zähle nochmal sicherheitshalber neu, weil aber 3 draufgeschlagen ist halt sinnigerweise 19, aber doppelt hält besser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 Sitzplätze gilt es zu erschaffen in unserem lustigen Moonlandegefährt. Wir sollten also mit einem großen Pot anfangen, damit wir da schon mal relativ viele Leute reinbekommen. Dann wahrscheinlich irgendwas mit Hitchhiker-Containern. Und dann schauen wir mal weiter. So, was hat der hier? 4. Ich glaube, was Größeres als 4 haben wir im Moment auch nicht, ne? Alles, vielen Dank für den Resub, auch schon 14 Monate. Dankeschön. Und moin. So, also Viererpot. Genau, Teilchenbeschleuniger. Den Körbelbeschleuniger nennen wir das auch. Wir könnten natürlich mit den Ländercans arbeiten, aber 1,5 Tonnen Ländercan mit 2 Sitzplätzen. Jetzt müssen wir mal gucken, was wäre sitzplatzeffizienter. Gewichtseffizienter. Oder 2,5 Tonnen für 4 Sitzplätze mit dem Storage-Container. Einfaches. 1,5 war das andere Ding, ne? Einfaches Ding eigentlich. Also wir kriegen, gewichtsmäßig kriegen wir effizienter die 16 Sitzplätze. Was habe ich mir nur angetan? Gab es hier nicht so Crew-Kabinen? Oh nein! Crew-Cabin vom Shuttle her. Crew-Capacity 16. Das wäre eigentlich eine Maßnahme. 120.000 kostet das Entry. Das ist natürlich heftig. Das ist richtig heftig. Das können wir nicht bauen. Das ist too much. Ich muss erst mal gucken, ob ich das überhaupt hinbekomme. Also 120.000 Entry für das Passenger Module, wenn ich das nicht anders hinbekomme. So, so hätten wir schon mal 8. Ist das korrekt? Das heißt, wenn ich es jetzt mal stumpf raketenartig baue, wären das hier 16 Sitzplätze, richtig? Jo. Wo ist denn da? Der Schwerpunkt ist natürlich nicht so elegant, um es mal so zu formulieren. Machen, was noch ginge. Also das wäre die eine Variante, aber das ist mir ein bisschen zu
zu länglich, glaube ich, ne? Nee, in den 16 sind 3 Touristen schon drin. Die habe ich schon mitgezählt. Was wäre, wenn... Nee, falsche Kategorie. Was wäre denn, wenn wir Folgendes tun? Passt mal auf. So. Das geht wieder nicht. Also, nur weil er sagt, dass es nicht geht, sehe ich natürlich nicht ein, dass es deswegen nicht gehen soll. So, ich zeige euch mal, was in meinem Kopf war, aber ich glaube, ihr ahnt es schon. Die andere Variante wäre natürlich so zu gehen, dass man sagt... So sind es doch auch 16 Sitzplätze, oder? 4? Ja. Ja. Was ich gerade am Überlegen bin. Kriegt man das Ding nicht irgendwie eleganter daran gebaut? Gehen die hier dran? Nö, ne? Auch nicht. Schade eigentlich. Schade eigentlich. Also der Vorteil bei dem Ding wäre jetzt natürlich, wir hätten... deutlich niedrigeren Schwerpunkt. Ein bisschen Angst habe ich vor diesen Decouplern, ehrlich gesagt. Ob die so einen Wiedereintritt überleben. 2000 Kelvin. Gott, warum sage ich immer Grad Kelvin? Was ist falsch mit mir? 2000 Kelvin überstehen die. Direkter Wiedereintritt vom Moon sollten wir uns damit sparen. Da wäre auf jeden Fall Bremsen angesagt vorher. Moin, goldenes Klo. Du bist gerne noch willkommen. Du einzeln beim Deorbiten abkoppeln. Das ist natürlich auch eine nicht ganz schlechte Idee. Was ich jetzt nur gerade überlege. Ich brauche... Gilt das als Airlock? Wir machen mal einen ganz kurzen Test. Ich muss ja rauskommen. Ich will ja alle auf dem Moon rausholen. Ja, es in einem runterzuschicken und zu landen, wäre halt so die Überlegung. Ich will halt eigentlich keine aerodynamischen Experimente heute eingehen, weil ich weiß nicht, wie sich so ein komisch vierfach verteiltes... Wir kriegen halt relativ viel Drag unten ran. Ich weiß nicht, ob das... Nope, no passengers, thank you. So, ob das funktioniert. Nee. Okay. Activate a hatch. Ja, okay, also die Dinge gelten nicht als hatch. Komischerweise. Ah, doch, es geht. Okay, cool. Ich muss auf die Hatch drauf drücken, dann geht's. Also mit links auf die Hatch drauf. Dann kommt Valentina da raus und sie kommt da auch wieder rein. Jetzt ist aber das Problem, dass da irgendwie auch noch ein... Achso. Recover.
Also die Tür funktioniert. Aber ich brauche Fallschirmpotenzial. Und unten drunter ein großes Hitzeschild. Oh, Bob. Bob, haben diese wenigen Sekunden gereicht, um ein Mission Time Ribbon zu bekommen? So. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwo ein bisschen. Wie soll ich das sagen? Airlock oder sowas bekommen, in optisch etwas. Das kann es jetzt noch nicht sein, ne? Wir haben doch hier. Gibt's den Stöpsel nicht irgendwie einzeln? Was hat man schon verpasst? Noch nicht besonders viel. Wir basteln noch. Echt, habe ich so wenig Auswahl, was Airlocks angeht. Warte mal. Die Dinger kann man doch ejecten, meine ich, oder? Das wäre natürlich auch sehr sexy. Wenn das gehen würde, das wäre natürlich die Lösung. Dann könnten wir die Airlocks nämlich nutzen und dann später die Kerbals reinziehen und die Airlocks absprengen. Ich meine, man konnte das Ding absprengen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir testen das jetzt mal kurz. Das wäre doch eine Lösung. Dann hätten wir so schöne ausfahrbare Airlocks für auf dem Moon, um einmal auszusteigen und wieder einzusteigen. Und danach. No passengers, please. Und danach geht's wieder. So, das war Nintendo hier drin. Nee. Da ist sie drin, ne? Ja. So, Open Air Lock. Genau, jetzt muss ich sie wahrscheinlich einmal. Huch. Transfer Crew. Rüber ins Airlock. Sehr gut. So. Jetzt muss ich einmal aussteigen, um das zu beweisen. Sehr gut, das funktioniert. Bla bla bla. Ich kann jetzt hier irgendwie mein ich bin auf dem Mond Stuff machen. Oh, das war nicht so schlau von mir. Oh nein, wie soll ich da jetzt jemals wieder reinkommen? So, jetzt bin ich wieder im Airlock. Und lass mich wieder per Crew Transfer in mein Häusle verschieben. Ist jetzt hier drin? Ja. Und jetzt kann ich das nicht dekoppeln. Das geht nämlich gar nicht. Close Airlock. Ist das ein Problem? Ich könnte es danach einfach. Oh, ich könnte hier einfach mit einem anderen Kerbal destroyen. Das heißt, würde jetzt Bill zum Beispiel aussteigen, könnte er. Yes! Okay, das ist mein Plan. Ich habe gerade meinen Plan fertig akquiriert. So funktioniert das. So haben wir das Airlock-Problem schon mal relativ smart gelöst für den Wiedereintritt. Was jetzt noch überlege ist. Tatsächlich überlege ist, ob wir. Schon wieder. Ich denke, das Ribbon wird falsch angezeigt. Kannst das ja nicht zweimal hintereinander bekommen. Und 400 Tage sind da auch nicht voll gegangen.
Kleiner Scheiße. Okay, Leute. Das ist doch schon mal bis hierhin gar nicht schlecht. Jetzt noch so ein bisschen die Frage, können wir das irgendwie... Kann man da irgendwas anderes anbauen? Was Sinnvolles? Zum Beispiel sowas wie eine Batterie fände ich viel besser. Was kann man da noch alles attachen? Habt ihr eine schöne Idee, was man da attachen kann, was ich vielleicht gerade nicht auf dem Schirm habe? Oder natürlich besagen... Hahaha, like I care. Achso, das geht aber auch nicht ran. Also Direct Attachment ist auch nicht. Supplies gehen ran. Mir geht es darum, Dinge, die an so einen Radial Decoupler passen, ne? Das ist die eigentliche Frage. Supplies brauchen wir aber eigentlich auch nicht. Aber Supplies passen ran, ja. Schon mal eine schöne Idee, dann wäre es zumindest nicht ganz... verschwendet. Kleinere Dual-Decoupler. Ja, wir können. Also erstmal brauchen wir irgendeine Lösung, wie ich die Dinger angekoppelt bekomme. Und dann können wir auch noch gerne über kleiner reden. Structural Parts eventuell, ne? Nicht alle. Aber ich meine, dass zum Beispiel dieser... Was ist denn? Dieser Strukturtank. Habe ich den noch gar nicht? Diese einfache Röhre, ne? Structural Fuselage. Der würde da auch ranpassen. Ist aber natürlich... Leute drin wohnen? Nee, ne? PD-Teil als drei- oder vierfach Kreuzung baust. PD-Teil. PPD meinst du, also den Hitchhiker? Was sollen denn. Ja, ich habe ja ein paar Structural Parts freigeschaltet in letzter Zeit. Das Problem ist, dass ich dann zu breit werde. Mit dem Dings. Was ist denn hier los? Warum? Du. Will er nicht. Du. Hm.
Life Support Kuppeln meinst du, ne? Wahrscheinlich. Das war nur diese Viewing-Cola. Ja, aber da haben wir auch wieder das Problem beim Wiedereintritt. Ich überlege gerade, wie ich das für einen Wiedereintritt am schönsten hinbekomme, dass es nicht irgendwie totaler Blödsinn ist. Ehrlich jetzt, der RCS-Fuel-Tank geht da nicht ran. Wow, das ist traurig. Richtig, richtig traurig. Kann ich einen Monoprop einfüllen? Nö. Einfach mal nö. So. Schauen wir mal, dass wir das hier alles ein bisschen in Position bringen. So, das wäre mal Schritt Nummer 1. Und dann hätte ich gesagt, machen wir das mal eine Vierfachverteilung, damit wir unser eigentliches Ziel hinbekommen. Das Schöne wäre, dass so schon mal die Schwerpunktthematik geklärt wäre. Sind wir weit genug draußen, um uns nicht mit dem Ding. Das ist relativ knapp, ne? Da ist noch mehr Platz. So, das Ding würde ich auch ein bisschen verstärken wollen, also tatsächlich verstärken wollen. Das müssen wir einmal Test wieder eintreten lassen gleich, um zu gucken, ob das aerodynamisch in einem Stück stabil bleibt. Da bin ich mir nämlich nicht sicher. So, und wir autostrotten das natürlich noch. So, das Ding wird ja abgesprengt. Dann käme hier ein 2,5 Meter Heatshield drunter. Oder der gute 10 Meter Heatshield. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Muss mir das kurz angucken. Antrags, vielen lieben Dank für den Resub, 28. Monat. Dankeschön. Und hallo auch an Ungu. Ich muss mal reingucken. Ein aufblasbarer 10 Meter großer Heatshield ist natürlich auch völlig übertrieben, muss ich der Ehrlichkeit halber sagen. Aber für 6.400 Kerbel-Dollar. Der würde da reinpassen. Können wir das bitte behalten? Ich hätte gern das hier. Ich hätte das hier gern einmal zum Mitnehmen. Holy shit. Das wäre sehr, sehr gut.
Vor allen Dingen könnten wir dann einfach hier jetzt nochmal die Kabler dazwischen bauen und das Ding als Triebwerk tatsächlich benutzen. Oh, wäre das gut. Leute, Leute, es ergeben sich Möglichkeiten. Es ergeben sich hier tatsächlich Möglichkeiten. Pass auf, ich zeige euch mal mein gerade im Kopf. Oh Gott, wir werden das unbekörbelt testfliegen erstmal. Ich weiß nicht, ob es stabil bleibt. Tatsächlich weiß ich nicht, ob es stabil bleibt. Es wird halt vorne viel Drag bekommen, aber vom Schwerpunkt her liegt es unten auf jeden Fall. Aber das müssen wir einmal testen. Das ist auch meine Befürchtung, dass ich mir nicht zu 100% sicher bin. Also erstmal wäre der erste Part für einen Abflug wäre quasi zu sagen, das komplette Raumschiff sieht nachher eher in diese Richtung aus. Zack. Das würde ich jetzt gerne mal testen. Also wir machen gleich einen integrierten Test für quasi alles. Zumindest die Basis Features unserer Raumfähre. Enable Crossfeed. Vier Kabels und einen Landingpot zu mitnehmen. Okay. So. Der ist ein bisschen klein. Zack. Und jetzt lasst mich hier noch kurz einen. Passt du da rein? Ja. Zack. Bisschen Strom, damit er funktioniert. Zack. Müssen wir gleich noch die Feinheiten müssen wir gleich noch machen. So, ihr Lieben, das sieht doch mal wie eine Rakete aus, mit der man tatsächlich in der Theorie. Was hatten die am Moon? Das ist gar nicht schlecht. Tatsächlich wäre das als Rückkehrstufe, also aus dem, um in den Moon-Orbit wieder hochzukommen, würde es ausreichen und hätte noch genug für ein Burnback. Also wenn wir vorher noch eine Landestufe haben, also das Ding kann tatsächlich so landen und wieder starten, also aus dem Moon-Orbit. Es kann aus dem Moon-Orbit landen und wieder starten, würde aber nicht mehr zurückkommen. Oder es kann starten und dann halt noch zurückkommen für einen direkten Wiedereintritt. Das würde funktionieren. Ich brauche 16 nur. Ich habe die Touristen direkt im Fenster mitgezählt. So, jetzt müssen wir einmal gucken, dass wir das kurz mal ins Weltall schießen. Jetzt aber auf Körben. Vakuum. Da haben wir eine Trust-Rate-Ratio von 0,94. Hervorragend. Da machen wir einen relativ unauffälligen Motor. Ich mache jetzt nur mal eine Billo-Rakete draus, also ohne jetzt viel Geld auszugeben, hoffe ich. Ich hoffe, es bleibt dabei, dass ich dafür nicht viel Geld ausgebe. Um das Ding schnell mal in den Orbit zu bewegen und wieder eintreten zu lassen. Da mich die aerodynamischen Eigenschaften sehr stark interessieren würden, tatsächlich, von diesem Ding. Und das wollte ich nicht ausprobieren, wenn wir... Also ich wollte es nicht das erste Mal ausprobieren, wenn wir Kerbals drin sitzen haben. So, wir machen hier einfach eine Shell kurz drum. Zack. Ach, seht ihr, eine Antenne wäre vielleicht eine Maßnahme. So, Rakete. Und Rakete bekommt großen Tank. Großer Tank bekommt hoffentlich nicht ganz so großes Triebwerk. Das ist sowieso falsch. Reicht der Skipper? Nö. Okay, wir müssen einmal teuer. 53. 53 fürs Testen ist aber fair, wenn wir dafür keine Kerbals umbringen. Sea Level 1,55. Vacuum sind 2,8, sind bla. Damit sollte ich mich grob in den Orbit schleppen können. Mit viel Liebe. So, die Fallschirme sind soweit drauf.
Bla 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 bla. Disable Staging. Die Dinger sollen auf gar keinen Fall weggestaged werden. So, und dann exerzieren wir das einfach mal durch. Hi Crazy, tschüss Crazy. So, passive Antenne. Eine reicht uns. Klatsche ich hier hinten erstmal ran. So, das läuft erstmal im großen Bereich good enough. Ja, lass uns das kurz probieren. Ich packe da jetzt kurz ein paar Flügelchen noch ran und einen Starttower. Und dann ist das mal so ganz kurz unser Testentwurf. Wie gesagt, die Rakete ist primär dafür da. Primär dafür da, das Ganze einmal auszuprobieren. Ein Pizmeter Orbit, ja genau. Ein suborbitaler Pizmeter Orbit. So. Zack. Antrieb. Anderes Triebwerk. Diese Triebwerke. Bla 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 bla. Warum habe ich dasselbe Staging gesagt, wenn ihr doch drin seid? Was seid ihr? Ihr sollt schon alle. Oh, warum muss die alle einzeln disablen? Das ist ja auch eine witzige Funktionalität. Disable Staging. So, Fallschirme sind drin. Das sieht gut aus. Okay, lasst es uns probieren. Wie gesagt, erstmal ein Probeflug. Oh, ich muss unbedingt die Körbels rauskratzen. Die sitzen da bestimmt schon drin, ja. Kurzer Probeflug. Safe und los. Mal gucken. Ich bin gespannt, wie das Ding wieder eintritt. Wirklich, wirklich sehr gespannt. Also, eigentlich müsste es ganz gut. Ich habe ein bisschen Angst, weil der Fallschirm so groß ist, ehrlich gesagt. Dass das zu viel Druck bekommt. Aber mal sehen, mal sehen. Vielleicht ist die Sorge unbegründet. Vielleicht ist die Sorge, nein, absolut keine Passagiere mitnehmen. So gar nicht. Das ist auch die kleinste Rakete, die ich seit längerer Zeit gestartet habe. In diesem Sinne, los geht's. Ach nee, Schub wäre noch gut. Zack, und los geht's. So. Bei 120 Metern pro Sekunde schicken wir ihn Prograde. Dann kann er seinen Gravity Turn fliegen. Hauptsache ist, dass wir jetzt erstmal auch ein bisschen Höhe kriegen mit der Kiste, denn der nächste Antrieb funktioniert halt deutlich besser, wenn wir in dünnerer Atmosphäre sind. Das sieht ganz gut aus. So, dann müssen wir das hier einmal ein bisschen nach oben verschieben. Das komplette Zeug zu verlieren, das war, glaube ich, nicht die schlauste Entscheidung mit dem Fairing und dem Antrieb da drin. Na, mal gucken. Dass aerodynamisch stabil bleibt. Ich habe so eine Befürchtung, was da passiert. Aber wir werden es gleich sehen. Okay, ich bin positiv überrascht, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich hatte gedacht, das flippt mir direkt rum, aber tut es scheinbar nicht. Das ist okay. Trust Rate Ratio ist aber assig, oder? Ja, viel zu niedrig. Wir stürzen ab. Ich bin nicht hoch genug gekommen mit der ersten Stage, da haben Booster gefehlt.
probiere noch ein bisschen Höhe zu kriegen, aber da wird nicht mehr viel bei rumkommen. Ich könnte aber stattdessen mal versuchen, die Next Stage Engines einfach mitzuzünden. Ja, das bringt uns zumindest auf eine positive Thrust Weight. Muss mal gucken, ob ich die Nase noch hochgezogen kriege. Ohne mich zu überschlagen. Ich will hier nur einen Testflug machen. Es soll doch nur ein Testflug sein. So. Langsam. Ich glaube, das klappt noch. Das kriegen wir noch halbwegs gerettet in den Orbit. Safe. Totally safe. Jetzt kurz ein bisschen heiß. Im Sinne von nicht mehr ganz so safe. Aber irgendwas ist ja immer. Weltall, so, jetzt machen wir die hier mal aus. Und beschleunigen das Ding noch ein bisschen weiter nach draußen, damit wir nachher eine schöne, hässliche Wiedereintrittsnummer haben. Ich gleich nochmal, ich glaube, ich werde das komplett durchbeschleunigen gleich. Jetzt hier nicht raus, weil wegen Gründen, ne? Ist auch egal. Activate Engine. So. Dann minimaler Schub und dann stagen wir hier hinten mal das Teil weg. Sehr schön. Und Vollstoff. Und Ende Gelände. So. Dann können wir nämlich, wir sind schön suborbital, trotz allem noch. Jawohl, 50 Kilometer sollte auch reichen, dass wir hoffentlich schön heiß reinkommen. Ja, vielleicht bremsen wir oben noch mal ein bisschen unsere Periapsis runter. Das heißt aber, wir können auch jetzt auf der 4, die 4 Booster loslassen. Sind die leer geheizt? Ja, okay. Zack, das Ding geht jetzt leer. Sauber. So, und das wäre dann quasi unser Wiedereintrittsvehikel, das wir auch testen wollen. Wo wir einmal die Fallschirme einstellen auf der richtigen Höhe zu deployen dann. So, die machen jetzt alle schon mal scharf, damit wir das schon mal haben.
Dumm, 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 ein schöner Testflug, auch wenn der beinahe hätte abgesagt werden müssen. So, dann haben wir das. RCS habe ich ja mit dabei, ne? Ja. Okay, dann machen wir hier noch die Actuation Toggles, hier Pitch Roll aus. Zack, haben wir das. Dann einmal. Ah, Electric Charge müsste auch kein Problem sein bis da oben. So, ich zeitraffer uns jetzt mal zur Apoapsis, damit wir unsere Piri ein bisschen absenken können. Und ich würde die mit Absicht ein bisschen overcommitten, also viel zu tief reingehen, damit wir einfach sehr steil in die Atmosphäre kommen und mit möglichst hoher Geschwindigkeit die Effekte vom Luftwiderstand auf unserem Hitzeschild sehen. So. Ja, wegen mir. Gut, hier oben seht ihr die Periapsis. RCS an und... Ja, Entschuldigung. Ah ja, gut. Die Effekte sind nicht so groß, stelle ich gerade fest. Gegenbremsen ist nur so mittelgeil, wenn man seinen Fallschirm davor gebaut hat. Ey, trink mal einen Schluck, ne? Das könnte einen Moment dauern. Ich glaube, ich drehe mich andersrum. Die funktioniert in die andere Richtung besser. Auch wenn das eigentlich keinen Sinn macht, weil ich da die Gondeln dagegen gebaut habe. Aber ich glaube, das checkt er nicht, oder? Ne. So kommen wir ein bisschen besser vorwärts. Ah, ne, er strömt auch sauber an den Dingern vorbei. Es ist sogar prinzipiell korrekt. Feuert das auch in die andere Richtung sauber? Naja. Kann man drüber diskutieren. Aber der vorwärts-Beschleunige beschleunigt. So, und jetzt gucken wir mal, wie weit ich uns runterbringen kann mit der Nummer. Ich mache kurz ein bisschen Physics Time Warp an. Damit es schneller geht. So, den ganzen Treibstoff brauchen wir nämlich nicht mehr. Der kann komplett jetzt rausgehen für die Nummer. Und dann... Dann... Werden wir mal sehen, was passiert. Die Befürchtung, oder was es zu testen gilt, ist... Was es zu testen gilt, ist, ob die ganze Geschichte nicht rüberflippt. So. Jetzt machen wir hier mal Inflate Heat Shield schon mal fertig. Das funktioniert auch einwandfrei. Und wir wollen natürlich retrograd gehen. Torben, hi. Ich kopiere den Ordner aus Steam raus, um Upgrades zu verhindern, und installiere da dann die Mods. Damit mir das eben nicht bei jedem Steam-Update um die Ohren fliegt. So kann ich halt bestimmen, wann ich eine neue Version mache. Und kann ich nach dem Stream gut einschlafen? Ich mache das so, also deshalb mache ich mittlerweile auch 22 Uhr Schluss am Sonntag, nicht mehr 23 Uhr. Das Mate ist bei weitem nicht so schlimm wie das, wo ich reingucke, weswegen ihr mich gut ausgeleuchtet seht. Ich habe hier ziemlich viel Licht stehen. Unter anderem drei große Tageslichtlampen, damit das halbwegs vernünftig aussieht. Oder leuchtstarke Tageslichtlampen, so groß sind die gar nicht. Das macht komische Sachen mit dem Kopf. Also ich habe eher das Problem, dass ich nicht einschlafen kann, nicht wegen dem Mate-Konsum, sondern weil so viel helles Licht macht mit dem Kopf ganz komische Sachen. Man ist sehr, sehr wach, weil für den Kopf halt Mittag ist. Und was ich mache, ist danach dann entweder noch im abgedunkelten Zimmer ein bisschen Computer zocken oder... noch einen Stream mitgucken, ein Stück weit, oder eben ein Buch lesen, vor allen Dingen auch mit so einer, ich habe so eine, wie heißt die denn? Das ist so eine Art Nachtlampe, jetzt nicht was ihr meint, sondern so ein Ding, was, wo man einstellt, dass das so über die Zeit runterdimmt. Und das funktioniert ganz gut dann, um dem Gehirn quasi einen Sonnenuntergang zu simulieren. Also ich lege mich dann halt ins Bett, mache diese Nachtlampe an, also dieses Philips Nightlight oder so ähnlich heißt. Ich weiß nicht genau, wie das heißt. Auf jeden Fall, und das dimmt dann so über eine Dreiviertelstunde oder Stunde, je nachdem, was man einstellt, das Licht immer weiter runter. Und das funktioniert relativ gut für das Gehirn, von diesem sehr hellen Licht langsam runterzukommen auf weniger Licht. Dadurch brauche ich ja noch Zeit. Die Mate geht eigentlich so. Ich arbeite halt in der Informatik. Ich bin prinzipiell jemand, der sehr starken Kaffee trinkt. Also ich glaube, ich bin einfach koffeinmäßig
relativ safe. So, wir sind mittlerweile in der Atmosphäre. Fallschirme sind scharf. Und wir gehen jetzt mal relativ schnell nach unten. Mal gucken, wie gut das so klappt. Jetzt kommen die Hitzeeffekte. Was mich ein bisschen beunruhigt, ist, dass sie auch am Raumschiff kommen, muss ich ehrlich sagen. Wir hoffen mal, dass das nur optisch ist. Ja, es bleibt kühl. Es bleibt kühl auf jeden Fall. Liegt bisher wie eine 1. Also macht auch keine Anstrengung. Ich nehme jetzt mal ganz bewusst das SRS raus. Also ab jetzt, das ist wirklich zum Testen. Jetzt gucken wir mal. Es muss, um weiter so liegen zu bleiben, muss es aerodynamisch stabil sein. Weil nichts hält dieses Schiff jetzt, außer eben der Luftstrom. Und es zuckt nicht mal, oder? Es scheint ziemlich perfekt aerodynamisch zu liegen. Das sieht richtig gut aus. Also sieht auch gut aus. Ich meinte die Flugeigenschaften. Ich glaube, dass das funktioniert tatsächlich. Ich glaube, das funktioniert sogar erschreckend gut. Ich hätte nicht gedacht, dass das einfach so durch die Atmosphäre geht, aber tatsächlich fast keine Hitze übertragen. Fast keine Hitze übertragen auf das Raumschiff. Und lag super stabil, also wirklich super stabil. Das heißt, damit können wir auch einen direkten Re-Entry vom Moon machen. Guck mal, wie schnell dieses Heatshield auch wieder runterkühlt. Im Allgemeinen will man zum Moon heute, genau. Wir wollen heute mit den ganzen Zuschauerkörbels, plus noch drei Touristen, weil ging halt, mit den Level 0 Zuschauerkörbels wollen wir heute zum Moon, damit sie alle ihr Level bekommen. Noch so zum Abschied oder Abschluss und Abschied für 2 Monate. Genau. Jetzt müssen wir aber erstmal gucken, dass wir dafür eine Raumfähre machen, die auch einen Wiedereintritt. Und jetzt einen Sonnenschirm aus dem Heatshield basteln. Das funktioniert nur auf Duna irgendwo, dass das so richtig schief geht. So, wir kommen auch schön langsam runter. Bei 5500 Metern gehen wir in den Pre-Deploy der Fallschirme. Und dann testen wir mal einmal die Geschwindigkeit, mit der wir tatsächlich runtergehen. Jetzt eiert er ein bisschen. Nichts Wildes. So. Ich warte auf den Full Deploy. Der kommt bei 1200 Metern. Dann können wir das Heat Shield wegschmeißen. Eigentlich. Mal gucken, was die Geschwindigkeit sagt. Zip. Geschwindigkeit sagt, Heat Shield kann weg. Heat Shield kann weg. Naja, viel schneller als wir fällt er halt auch nicht, ne? Gerade ein sehr eigenartiges Bild. Ciao, ciao, Heat Shield. Sehr, sehr eigenartig. Der bleibt da wahrscheinlich liegen, weil er wirklich auch mit 5 Metern oder sowas die Sekunde nur fällt. Nicht liegen geblieben. Gab noch mal einen schönen Knall. So, und jetzt werden wir aufsetzen mit 4,5 Metern pro Sekunde. Das sieht ganz gut aus. Dass wir hier sehr schön vorsichtig und langsam aufschlagen. Tada! Gute Sache. Okay, der Test lief tatsächlich super angenehm. 4,5 Meter pro Sekunde, das ist auf jeden Fall auch eine sportliche Geschwindigkeit. Dies gefällt mir.
Das können wir jetzt noch ein bisschen vereinfachen, das Konstrukt, weil wir ja mehr als genug Kerbals mit dabei haben. Das Gewicht der fetten Kerbals mitberechnet. Ja. So. Na? So lade er meine Raumschiffe gar. Dumm, die dumm, dumm. Das sieht aber gut aus vom Konzept. Also ich hatte ein bisschen, sage ich auch ganz ehrlich, Sorgen mit der aerodynamischen Stabilität, aber ich bin positiv angetan. So, hier noch dran denken gleich mal. Nicht Toggle Talk, sondern Actuation Toggles, da sind sie. Ja, Pitch Roll aus. Die zwei nehme ich raus. Und was ich dafür mache, ist, um das noch ein bisschen mehr zu unterstützen, tatsächlich sogar. Also in zweierlei Richtung zu unterstützen. Ich packe eine richtig große Batterie hier unten runter. Dann haben wir nämlich statt 1000 Einheiten Strom 4000 Einheiten Strom, die wir speichern können. Was, glaube ich, eine gute Sache ist. Und wir verlegen den Schwerpunkt noch ein bisschen weiter nach unten sogar, was die Sache eher unterstützt. So, jetzt kommen wir zu den Dingen, die wir am Moon so bräuchten, wenn wir da hinfliegen. Also, das ist jetzt natürlich nur und lediglich einzig die Geschichte für Start am Moon und Rückkehr nach Kerbin. Das sollte reichen für unsere Zwecke, wenn ich die so aufsetze unten auf dem Moon. Sind wir safe. Das heißt, was wir jetzt noch bauen müssen, ist die Landestufe. Also das, was auf dem Moon uns absetzt. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, von der Größe her... Ehrlich gesagt würde ich hoffen, dass das da reicht, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also mal gucken. Blablabla. Triebwerke. Triebwerke. Und zwar hatte ich an so einen richtig schicken Wolfhound gedacht. 865 Meter pro Sekunde würden sogar reichen. 375. 310, 355. Das würde hinhauen, oder? 580, um zu landen. Also 600 mit Reserven. Also haben wir mit 865 tatsächlich viele Reserven. Jetzt ist die Frage, kriegen wir hier noch gut Beinchen ran? Ja, nicht wirklich, ne? So. Hast du einen Auftrag? Nee, ich will heute mit den ganzen Zuschauerkörbels fliegen. Deshalb sieht das so aus hier. So, das ist natürlich... Auf jeden Fall... mal vorsichtig gesagt schwierig. Ich glaube... Short. So. Zack. So könnte man das Ding dann noch auch parken. So, noch mal die Höhe ein bisschen austüfteln. So. Kaktusbombe, du hast heute 900 Meter pro Sekunde Delta V bei der Mondlandung verbraten. Das mache ich halt einfach nicht. So, Punkt. Das steht nicht zur Debatte. Habe ich eine Dreifachverteilung? Ja, ich habe eine Dreifachverteilung, weil ich nicht so gut mit Zählen bin. So, was haltet ihr davon? Guck mal. Ich habe ein bisschen Schiss, ob das stabil genug ist. Aber es ist ein sehr körbeliges Schiff auf jeden Fall.
Ob das stabil genug steht, mache ich mir ein bisschen Sorgen, aber... Also auf jeden Fall nicht einknicken und auf jeden Fall sollten wir auf irgendwas geraden landen. Das wäre relativ wichtig. So. Also Landebeine. Ich denke, wir sollten hier auf der Länge auch wirklich mit einer Leiter arbeiten. Wir machen ja heute mal ein vorschriftsgemäßes TÜV-geprüftes Raumschiff draus. Wenn ich die Leiter finde. Oh Gott, ich benutze sie so selten, ich weiß nicht mal, wo die Leiter ist. Da. So. Zack, hier können wir an der Batterie ganz gut das Stück überbrücken. Und dann kommt hier quasi die nächste. Zack, das bringt uns relativ gut bis auf die Höhe. So. Ah, ich weiß nicht, ob ich mit dem Bein versetzt oder tatsächlich drunter gehe. Because of. Ich nehme mir halt eine Notfalloption. Oder eine Notlandoption, aber ich kann eigentlich auch sagen, wenn ich das machen muss. Mache ich einen Abbruch. Dann ist das so. Dann können wir hier ohne Verschieben arbeiten. Sehr gut. Wo sind die Einzelsprossen? Da. Oh Gott, ich habe die noch nicht mal gekauft. Ich bin ein schlechter Kürbelspieler. Ich noch nicht mal gekauft habe ich sie. So, Leute. Here you see the wonderful Moonlander and the wonderful Moon return stage. It will work the following way. Landing. Return. I'm finished with all my explanations. So, das Ding hat hoffentlich auch genug Schub. Ah, 5,86. Hervorragend. Dinge, die wir noch mitnehmen wollten. Wir wollten auf jeden Fall Inflatable Airlocks an diese Nummer hier ranbauen. Die bauen wir eher tief ran. Okay, dann können wir sie danach wegpacken, wenn unsere Kurbonauten ausgestiegen sind. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Also die müssen vorm Wiedereintritt auf jeden Fall weg. Aber damit haben wir Airlocks, damit wir aus den Dingern da auch rauskommen. Wir haben eine Leiter dran. Dann würde ich sagen,
kommen wir noch. Jetzt muss ich nochmal gucken, wo die eingeklappt hingehen. Da. Dann würde ich doch sagen, drehen wir die hier noch ein Stück. Ja, heute ist ja die große. Wir fliegen nochmal mit allen, die noch nicht unterwegs waren, zur Moonfolge. Da muss ich mich ja ordnungsgemäß verhalten. So, guck mal, da haben wir eine richtig schöne Ausleuchtung. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich mache ja heute ein ordnungsgemäßes, TÜV-geprüftes Raumfahrzeug draus. Vielleicht überlege ich mir sogar, was wie eine Abortstufe aussehen könnte. Was hat das auf Kerbin eigentlich? Sea-Level 0,18. Das ist keine Abortstufe. Vakuum, Kerbin, auch nicht. Und Siegfried Jabrowski, vielen lieben Dank fürs Follow. Und auch Raven, vielen lieben Dank fürs Follow. Dich habe ich vorhin scheinbar übersehen. Dankeschön dafür. Und Early Beta, vielen lieben Dank auch an dich für den Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kommonauten. So, dann sind wir doch schon mal gar nicht so schlecht unterwegs. Ich überlege gerade nur, wie könnte ein vernünftiges Escape-System aussehen bei der ganzen Nummer. Wie viel Drag hat das Ding? 666. Was wir natürlich tun könnten, wäre diesen Fallschirm hier austauschen. Zack. Ding, ding. Deployed, Diameter 50 Meter. Deployed, Diameter 2x36 Meter. Tja, das ist eine gute Frage. Das sind so Sachen, die man vorher testen sollte, ne? In meiner Welt sind 2x36 Meter besser als 1x50. Ich bin mir nicht sicher, ob das gilt. Aber so hätten wir... Sagtest du irgendwas von zwei Montagen? Ja, genau, von zwei Monaten. Ich werde im März und April, also das ist ein bisschen blöd, weil ich habe gesagt, ich mache heute noch den Stream, deshalb ist natürlich schon der 1. März, aber ich werde im März und April mal eine Pause einlegen. Und das startet dann quasi nach dem Stream heute. Aber vorher geht's zum Moon. So. Wir könnten das so tun. Dann hätten wir nämlich auch einen... Kannst du wieder von mir lernen. Na dann, setz dich hin, nimm den Keks. Das ist allerdings eine relativ große Mission. Deshalb nicht gerne etwas kleiner anfangen. Ich fliege halt mit 16 Kerbals auf einmal hin. Mit 3 wird es deutlich einfacher. Dann brauchst du nur den Part hier oben. So, und alles ab hier dann wieder. Licht, Landebeine, Leitern. Ich könnte noch ein paar kleine Experimente mitnehmen, falls wir zufällig irgendwo landen, aber es geht heute nicht um die Wissenschaft hauptsächlich. Deshalb würde ich da jetzt nicht übertreiben, sondern nur wirklich so Kleinkram irgendwo ran blöbbern, wenn wir ausgestiegen sind. So. Accelerometer. Neutrinos. Gamma Ray Spectrometer. Why not? Oh, 50.000? Ganz sicher nicht. Gibt ja schon eine Atmosphäre immer. Ja, da kann man bestimmt was gegen tun.
Machen wir einen Abort-Test? Wir machen keinen Flight-Abort-Test. Wir machen einen Live-Flight-Abort-Test, wenn es schief geht. So, jetzt können wir die Dinger noch ein bisschen verteilen. Sieht auch irgendwie hübscher aus. Naja. Gut, das mit dem Hübschen nehme ich zurück. Es sieht halt irgendwie aus. So, ist auch egal. Ist dran. Um mehr geht's hier gar nicht. Zack, zack, zack. Und wir brauchen zu guter Letzt noch eine Stromerzeugung. Das hier liegt hoffentlich zu großen Teilen, ja. Am Escape Tower. Strom. Tja, wie machen wir das am schlausten? Ich würde sagen, wir können einfach hier... Ich meine, die Dinger nehmen wir bis zum bitteren Ende. Oder wir machen sie, ja, wir machen sie hier ran, dann werden wir sie noch los vorm Wiedereintritt. Dann haben wir keinen Seiten nach Seiten ausschlagenden Sachen. Ja, wir können sie aber auch mitnehmen, weil teuer. Naja, teuer. Also sind halt wieder 1600 recovered. Die stören sich mit den Dingern noch nicht. Ich sehe da aber Probleme beim Aussteigen auf uns zukommen, oder? Nee, eigentlich nicht. Körbels fallen nur nach unten. Nee, es ist sogar besser so rum. Ja, unten drunter wäre beim Landen dann ziemlich schwierig tatsächlich. Jap, jap, jap. Ist der Rettungsturm nur für die Hauptkapsel? Nee, das stellen wir gleich noch ein. Der Rettungsturm ist tatsächlich gedacht, um dieses gesamte Teil hier rauszuziehen. Also alles ab hier. Ich werde hier dann nachher trennen. Also quasi die Nichtschild und so weiter abwerfen und dann damit nach draußen gehen. So, das sollte eigentlich mit 600 Kilonewton locker reichen. Machst du auf die ISS Urlaub? Nee, tatsächlich viel zu tun momentan und ich werde einfach die Zeit mal nutzen, um ein bisschen mehr Freizeit zu haben und ganz normale Menschendinge zu tun. Das geht von Computerspielen bis mit meiner Frau spazieren gehen. Von daher ist das gar nicht so spannend. Hat gar keinen speziellen Grund. So, das können wir alles wieder einfahren. Eieieiei. Habt ihr gesehen? Vorbildlicher Corona-Nieser in die Armbeuge. So muss das sein. Wenn ich auf KSP-1.9 gehen werde, das kann ich noch nicht genau sagen. Vielleicht ist es im Mai soweit. Es kommt ein bisschen drauf an, wie schnell die Mods nachziehen. Da habe ich selber gar nicht so viel Einfluss drauf. So, das ist unsere Mondlanderakete. Nennen wir sie einfach mal so. Jetzt müssen wir natürlich noch ein bisschen weiter bauen. Denn... unsere kleine Rakete wird noch zum Mond fliegen müssen an sich. So, dafür... Jetzt bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Das sieht gar nicht so gut aus, ne? Na gut, aber das ist der... du machst mal Scale 100%. So, was wäre, wenn wir den Motor scale-mäßig quasi ganz ganz nah ranbringen? 2,475 scheint das Maximum zu sein. So. Was sagt dann dieses Gerät zu uns? Dieses Gerät sagt zu uns, du hast am Moon immer noch 5,47 Trust Weight. So, dann haben wir nämlich diese Grafikeffekte weg. Welche Mod würde ich dir als Neuling unbedingt empfehlen?
Gar keins tatsächlich. Fang erstmal an, KSP zu spielen. Alle wichtigen Informationen, das Zeug hier drüben, kriegst du aus dem Spiel raus. Und die Mods machen es eigentlich für einen Anfänger eher erstmal noch komplexer. Also ich würde tatsächlich empfehlen, erstmal Vanilla zu spielen und mal so eine Karriere durchzuspielen, um alles kennenzulernen. Und dann merkt man selber, was einem fehlt. Wenn du auf das Dings klickst. Hier. Ich weiß nicht, wo du meinst. Ich weiß nicht, wo du meinst. Da? Aber hier kann ich keine Zahl eingeben. Das hilft leider nicht. Genau, was er eigentlich sagen wollte, ist, dass diese Nachricht mit Verweis auf meinen YouTube-Kanal regelmäßig vom Bot gepostet wird. Was das Spiel von diesem Ziel, das Ziel von diesem Spiel ist, dass es ein Sandbox-Game ist, und damit hast du schon korrekt geantwortet. Es gibt kein wirkliches Ziel. Im Karrieremodus hast du Aufträge. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Auftrag, eine Flagge auf dem Moon aufzustellen, und ich habe noch einen Auftrag, der mir sagt, ich soll noch 3 Touristen dorthin bringen. Damit kann man sich das Spiel anreichern. Ansonsten ist es ein Raumfahrtprogramm, in dem du Exploration betreibst und dir selber deine Ziele steckst, in Kombination natürlich mit diesen Missionen, die dir dann Kohle bringen. Aber es ist ein ganz klassisches Sandbox-Game im Zweifelsfall, wo du dir selber aussuchst, was du draus machst. So. Und du sollst lernen, wie Raumfahrt funktioniert. Genau, das ist so ein angenehmer Nebeneffekt, würde ich jetzt mal sagen. Was ich jetzt mal mache, ist hier um diese Kiste drumherum das Payload-Fairing machen. Eigentlich müsste uns ein 2-5er... Kein Ziel, aber Zeitfresser. Genau. Naja, es ist die Definition von Spielen, meiner Meinung nach. Ein Spiel spielst du dann, wenn du nichts Besseres zu tun hast. Also die Frage ist halt immer, was soll der Zweck eines Spiels sein? Ein gutes Spiel macht hoffentlich einfach mal Spaß. Also das wäre doch schon mal viel wert. Ein gutes Spiel macht Spaß. Und ich würde sagen, wenn man das erreicht hat, dann hat man schon ziemlich viel erreicht mit einem Spiel. Hashtag philosophischer Nachmittag. So, das ist natürlich nicht so gut. Wir gucken da einfach raus mit unserem Aufpump-Schleusending. Das ist ja nicht wirklich schön. Was wäre denn, wenn wir das so tun? So. Das DC-Rock. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Wenn nicht, korrigiere mich gerne. In diesem Sinne, herzlich willkommen bei den Kryonauten. Zack. So. Das funktioniert immer noch. Und jetzt hoffen wir mal mit etwas Glück. Lalala. Kommen wir hier überall dran vorbei? Ja, das sieht besser aus. Sehr, sehr viel besser. So. Zack. Das ist unser Bonbon des Tages. Und Mr. Miles, vielen lieben Dank für den Resub. 29. Monat auch schon. Vielen lieben Dank und weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. So, wir müssen unbedingt gleich noch eine Action Group fertig machen. Die mache ich mal jetzt, weil ich sonst vergesse. Auf Abort. Auf Abort zünden wir dieses Activate Engine. Auf Abort decoupeln wir Jettison Heat Shield. Decouple und wir decoupeln auch dieses Gewicht. Also all das hier wird rausgehauen
Und wir schießen quasi nur das nach oben raus. So minimieren wir halt das Gewicht, um möglichst viel Zug durch den Traktor zu bekommen. Danach können wir uns... Achso, wir sollten auch noch, falls es gleich am Anfang ist, Fairing Deployment drin haben. So. Ich denke, das ist ein guter Escape-Move. Einmal alles raus. So, jetzt haben wir das. Dann kommen wir Ich glaube, das ist zu viel, aber ich guck mal. So. Also, Kerbin-Vakuum. Jetzt, das ist jetzt die Stage, die uns aus dem Orbit um Kerbin zum Moon befördern soll. Dafür brauchen wir... Ja, lasst es uns so machen. So ist eine super schlaue Idee. Ich hätte gesagt, so sieht auf jeden Fall eine vernünftige Rakete aus. Dafür brauchen wir ungefähr 900 Meter pro Sekunde Schub. Das ist deutlich mehr als 900 Meter pro Sekunde. Deshalb sollten wir das auch nicht tun. Das hier wird aber wahrscheinlich zu wenig sein. Ne, 994. Hervorragend. Na, das ist ja einfach. 0,4 ist mir allerdings fast ein bisschen zu wenig. Ich guck mal, ob wir mit einem Skipper arbeiten können. Dafür haben wir aber 1,02. Ich glaube tatsächlich, dass uns das dienlicher sein wird, so zu arbeiten. Dann nehme ich da lieber noch ein bisschen Tank mit rein und du kommst weg. Weil dann kann ich ein bisschen punktgenauer und tiefer aus dem Orbit starten. Mit einer fast 1,0er. So, dann haben wir ein bisschen Überschuss sogar noch. Das heißt, wenn wir einen guten Treffer machen, können wir einen Großteil des Einbremsens in den Orbit noch fliegen. So. Sehr gut. Also, Lander steht. Strom ist dabei. Landung abort. Licht. Beine. Bisschen Science. Leiter ist mit dabei. Die Airlocks sind mit dabei. So, dann haben wir die Landestufe. Das passt alles. Die hat knapp 807 Meter pro Sekunde bei... Na gut, hier 001, da waren es 5 irgendwas. Das passt. Und dann haben wir hier die Escape Stage. Vorher kommt das Fairing noch. Alles wird gut. So, jetzt bauen wir uns den Orbiter, mit dem wir das ganze Ding liebevoll in den Orbit schieben werden. Und ich glaube, hier eskaliere ich jetzt mal ein bisschen. Was die Größe angeht zumindest. Damit wir... Damit wir gut und vernünftig mit wegkommen. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Ist das der hier? Ja, aber... So, der hätte... 2200 Meter auf Sea Level. Ich überlege gerade, wie wir das optisch machen wollen. Ein bisschen kürzer sogar noch. Eigentlich ist so gar nicht schlecht, oder? Wie lang ist denn jetzt im Vergleich? Ein großer Tank. Ich würde heute nämlich gerne mal wieder mit Flüssigboostern fliegen. Ja, die sehen gar nicht schlecht aus. Die sehen gar nicht schlecht aus für das. Wir fliegen heute. Heute machen wir das volle Programm. Heute gibt es Flüssigbooster. Marke Eigenbau. Wir machen auch erstmal nur einen und verteilen ihn dann. Das sieht gut aus. Zack. Sehr gut. Und dann werden wir hier noch... Ja, so schöne Sachen mittlerweile. So schöne Sachen.
bin jetzt gerade am Überlegen, ob wir die Skipper geben. Macht eigentlich am meisten Sinn, ne? Die sind nicht ganz so teuer. Und die dann halt. Gimbal ist locked. Oder wenn wir nur zwei machen. Zwei wäre natürlich auch witzig, aber ich weiß nicht, ob es reicht. Muss man gleich mal gucken. Er ist wieder Spielverderber und will nicht mitspielen. Ich freue mich wie ein Bär auf KSP2, aber es dauert halt noch ein bisschen. Die Frage ist jetzt halt, bringt uns das hier in einer Art und Weise vorwärts? Nee, ich habe leider noch keine Infos über KSP2. Also nichts, was ihr nicht auch im Internet lesen könnt. Die sind ja zurzeit auf der PAX East. Da sind sie wohl mit einer Demo unterwegs. Aber ich habe ja jetzt auch noch keine tollen Neuigkeiten gehört. Also ist da wohl nicht so viel Neues drin, was ihr nicht potenziell in den Videos, die ich auch schon getwittert hatte und die auch schon durch Discord gegangen sind bei uns, eingepackt hatte. Also, nee, nee, ich, mehr als das weiß ich leider auch nicht. Leider nicht. Ich wünschte, es wäre so. Das ist eine sehr gute Frage, Alibiter. Die kann ich selber nicht beantworten. Ich denke zu sagen, Tausende ist ziemlich safe. Wie viele, will ich ehrlich gesagt vielleicht auch gar nicht selber wissen, weil es mich traurig machen würde, wie viel Zeit ich schon in dieses Spiel gesteckt habe. Aber ich denke, Tausende ist auf jeden Fall safe. So. Und Damon, vielen lieben Dank für den Resub. Was steht heute so an? Wir fliegen heute zum Moon. Den ganzen Zuschauer-Kirbels. Und wir werden dort ein bisschen Rumble-Zumble machen. Naja, genau genommen bauen wir wahrscheinlich eine Fahne auf. Vorher müssen wir aber noch die ein oder andere Funktionalität an dieser Rakete herstellen. Zack. So. Bla, 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 bla. Das probieren wir jetzt mal 2 zu nehmen. Gucken wir mal, was passiert mit unseren Werten, ob das schon reichen würde. Also, was wir auf jeden Fall machen, ist die Dinger hierhin. Schwupp. Und die Teile gehen damit rein. So, und dann sind wir bei 3000 und ein bisschen. Knappe Nummer, ne? Knappe Nummer. Machen wir 4 Booster, um safe zu gehen.
So teuer sind die nicht, ne? 195.000 versus 194.000. Ja, ganz ehrlich, es macht den Kohl halt nicht fett, ne? Es macht den Kohl nicht fett. Und dann sind wir wirklich, wirklich, wirklich safe. Sowas von safe. Wenn wir... Wenn wir losfliegen, dann haben wir C-Level 162. Wir haben dann insgesamt 3700 C-Level, ein bisschen Verlust, aber pff, lächerlich wenig. Ba-ba-ba-ba. Er hat auch verstanden, was wir hier tun wollen. Das sieht richtig gut aus. So. Bauteile sind wir noch safe. Masse liegt bei 377.000. Wir sind noch unter 200.000. Ich bin positiv überrascht, wie das hier, wie glimpflich das hier abgeht eigentlich gerade. Ich überlege gerade noch, ob wir gleich noch ein bisschen Essen mitnehmen. Einfach zum Snacken. Ich meine, wir brauchen ja nicht viel. Habitation sollten wir genug haben über die ganzen Schrottdinger. Das Ding können wir auch noch einschalten. Bla 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 bla. So, jetzt müssen wir die Dinger auf jeden Fall noch autostrotten. Und was ich tatsächlich überlege, ist, ob wir hier einmal einen Zwischenstrut legen. Und ich glaube, der macht tatsächlich Sinn. Verschwindet der denn da drin? Und dann setzen wir ihn hier an. So, den einmal hier hochlegen. Einfach um sicherzustellen, dass das nicht ins Schwanken kommt. Weil das ist hier so eine Sollbruchstelle. So eine Sollbruchstelle, die gefährlich werden könnte. So, dann auf jeden Fall noch die guten alten Glücksflossen. Und weil wir es können, natürlich auch an den Außenboostern, um die auf Kurs zu halten. Wobei wir da die dezentere Variante nehmen, ne? So. Der Boat-Tail macht es noch ein bisschen besser. Ich suche noch nach einem Ersatz für diese Tanks da oben drauf. Ganz ehrlich, das gefällt mir einfach optisch nicht. Ich finde das schade, dass die... Ich finde das wirklich schade, dass die sich nicht einfärben lassen. Aber ich glaube, die anderen Dinger halt auch nicht, ne? Bla bla bla. Es wird halt nicht besser mit denen, weil die auch weiß sind, glaube ich. Warum seid ihr nicht... Ah. Das aktuelle Gewicht kannst du immer hier nachvollziehen. Das steht hier Masse. 378 Tönnchen. Ich habe halt leider keinen, ich sag mal so einen Nose Cone Tank, nicht farblich anpassen könnte. Tja, jetzt ist die Frage, Leute. Orange versus... Wir haben da Sprit drin. Ich würde aus Safety Reasons tatsächlich zu dem Sprit tendieren. Weil ich einfach möchte, dass das funktioniert. So. Ja, ja, ja. Lass uns mit dem Sprit. So, und jetzt gibt es noch ein bisschen einen auf Startrampe. So.
Ich überlege gerade, ob ich die Dinger. Ja, ich glaube, ich mache die auch nochmal mit fest. So leicht versetzt, damit wir nicht an den Flügel rankommen beim Abheben. Ah, kommt. Was soll der Geiz? Pow! So. Ich hoffe, da kommen wir sauber raus. Müsste aber eigentlich. Wir haben eine Trust Rate von 1,78. Also, wir müssten eigentlich ganz gut Vorwärtsschub kriegen. So, mit O und ohne H. Lass uns nochmal speichern und das Fairing checken. Fairing, das Staging checken. 4 Außenmotoren, 1 zentraler Motor, alle Rampen auf. Jawohl, wir stagen die Dinger seitlich weg und zünden die kleinen Zebratrons, jawohl. Wir sind dann irgendwann unterwegs und können das Fairing aufmachen. Auch das macht total Sinn. Wenn wir das Fairing aufgemacht haben, diesen Decoupler da irgendwo im Fairing einschmeißen, da wäre es nämlich schon losgegangen. Wo bist du? Was ist dein Auftrag? Ah, okay. Ne, das macht Sinn. Yep. Okay, ihr könnt in eine. Zack, zack. Ihr seid auch in einer. Sehr gut. Raumfahrzeug abtrennen, Triebwerke zünden. Sehr gut. Das ist aber eher dann schon die Rückkehr. Das ist kurz vorm Wiedereintritt. Das ist. Müssen wir dann später loswerden. Das sieht alles gut aus. Okay. Wir können noch eine Action Group machen für das ordnungsgemäße Entsorgen von dem Ding hier. Nämlich. Entschuldigung. Da. Activate Engine und. Couple Note. Dann kann das Ding nämlich weg, sobald wir eine gewisse Höhe erreicht haben. Dann sind wir da auch wieder gewichtlos. Gut, jetzt lass mich nochmal kurz nachdenken. Das Ding vielleicht insgesamt nochmal ein bisschen tiefer setzen, damit es einfach mehr nach einem Raketenstart aussieht und nicht nach ich bin schon im Orbit, wenn ich losfliege. So, und jetzt würde ich nochmal gucken, ob wir hier nicht noch eine kleine Packung Mangiare für unsere Gäste anbringen. Und zwar wäre die Überlegung hierzu, wenn ich da irgendwie hingerollt bekomme, die ganze Geschichte. Ihnen das hier zugänglich zu machen. So. Das ist aber weit. Menschen, aber es macht ja eigentlich auch Sinn, dass sie da von innen drauf zugreifen können. Es klippt aber, ach Quatsch, das klippt nicht, das ist nur von innen zugreifbar, soll es ja an den Snackschrank rankommen. So, dann lasst uns Leute reinsetzen. In der Theorie, ich hoffe, wir haben da überhaupt einen Piloten mit dabei. Haben wir auch einen schlechten Piloten mit dabei? Ja. Kalimi auf dem Pilotensitz. Zwei Ingenieure mit rein, Explo und Mimir, die übernehmen da die Unterstützung und wir packen noch den Juster mit ins Cockpit. So, das ist der Crewpod. Oh, wartet mal. Ich nehme mal einen Engineer wieder raus. Ich sehe gerade. Ach nee, Ibok ist schon. Ah, alles gut. Ich nehme Engineer wieder rein ins Cockpit. Ibok ist schon geflogen. Sehr gut. So, dann beginnen wir einfach mal aufzufüllen hinten den Hitchhiker. Ich glaube, hier sind wir jetzt bei den ersten Ungelernten. Und zwar Brady geht mit zum Lernen. Der Kerbel Kerman geht mit. Carlos Kerman als Scout, Major Kerman als Kolonist, Ungu Kerman als Mechaniker, Mickey war schon unterwegs, Jojungs und Sigmund auch schon, Tanja Kerman nochmal als Medic, Sulan vor Kerman als Biologe, dann der Tobinon Kerman als Wissenschaftler, der Atlan Kerman als Wissenschaftler und Dugun, Kimcott und Yordok
sind unsere Touris. Und dann seht ihr, haben wir alle, die noch nie geflogen sind, außer jetzt Bill, aber Bill ist keiner von euch, in diesem Raumschiff ganz hervorragend untergebracht. Save. This. So, und ich glaube, ich würde jetzt aus Erfahrungsgründen mit großen Raketen, die manchmal Dinge tun, weil die Körbelphysik das nicht mehr mag, noch Folgendes tun. Nämlich dafür sorgen, dass diese Booster hier auf gar keinen Fall anfangen, gegeneinander zu schlagen, weil wir die hier einmal versteifen. So. Ja, wenn wir die jetzt alle umbringen, dann... Naja, dann habt ihr einen guten Grund, wieder Punkte zu sammeln, sagen wir es mal so. Und für mich ist dieser Start auch wirklich Hashtag No Pressure. Ich muss mir wirklich Mühe geben, dass das hier funktioniert. Und das mit einer ungetesteten Rakete. Ich gucke jetzt auch nochmal alle Werte durch. Ihr wisst, ich bin da sonst etwas leichtfertiger, aber heute... Also, wir starten mit 1,62er Trust-Weight Ratio auf Sea-Level. Werden 1554 Delta V entfalten, bis diese Außentanks leer sind. Das ist relativ gut. Dann sind wir schon relativ hoch, hoffe ich mal. Ich nehme einfach mal stumpf den Vakuumwert, aber auch auf Sea-Level wäre es schon über 2er Trust-Weight Ratio. Trennen wir die seitlichen Dinge ab. Die werden weggeschoben durch die Sebatrons hier. Und dann haben wir nochmal 1985. Damit sind wir zusammengerechnet, wenn ich hier die 1500 nehme, plus hier nochmal knapp 2000, dann bin ich bei 3500 Delta V. Das sollte reichen, um uns in den Orbit zu bringen. Sollte das nicht der Fall sein, naja. Irgendwo auf dem Weg, so auf ungefähr 30 Kilometer Höhe, werde ich irgendwann, also mehr als 30 Kilometer Höhe, werde ich irgendwann das Fairing wegschmeißen und auch das Ding hier decoupeln über die Action Group 1. Dann haben wir als nächstes mit auch ein bisschen Puffer die Stage, die uns rausschießt Richtung des Moons. Das ist hier. Dann ist unsere Landestage und unsere Return Stage. Verhindern die Struts das Koppeln? Die Struts verhindern das Wackeln. Vor allen Dingen verhindern die das Wackeln. So. Und damit würde ich sagen... Oh Gott, ich habe bestimmt irgendwas Schlimmes vergessen. Los geht's. Ich halte mich schon mal bereit für ein Launch Abort. Ich habe ein Launch Abort System. Also eigentlich müsste ich, selbst wenn irgendwas Dummes passiert, die Körbels retten können. Eigentlich sollte alles gut sein. So, hier oben ist irgendwo der Launch Abort. Discovery, nominal Miko, Ohms 1, not required. Demon, danke für die Witz. Vielen lieben Dank. Hoffen wir das Beste. So. Totally not panicking. Okay, sie ist schon mal nicht auf dem Launchpad explodiert. Das ist gut. SRS an. Wir gehen auf Vollschub. Hier sieht sie gar nicht mehr so groß aus, ne? So, okay. Ich würde sagen, wir fliegen los in Richtung Moon mit 16 Körbels zum großen, nennen wir es einfach Staffelfinale, Urlaubsbeginn, Unterbrechungs-, streamfreie Zeit. Es geht los. Oh Gott, bitte explodier nicht. Aber es macht diese Mikro-Ruckler. Also auf jeden Fall war es gut, dass die Tanks gestruttet sind. Ach shit, ich muss den Gravity Turn selber fliegen. Das ist ja unangenehm. Okay, ich glaube, das Gefährlichste für die Körbels haben wir schon mal durch. Wir haben relativ viel Höhe, um aborten zu können.
dass ich die Karre jetzt rumbringe. Bevor uns die Booster den Dienst versagen. Also die Außenbooster. Das sieht gar nicht schlecht aus. So, ich gehe sauber in den Windstrom rein. Vollschub. Und wir decouplen. Safe raus. Ich gehe ein bisschen vom Gas runter. Und wir gehen ein bisschen flacher raus, um unsere Gravity-Verluste zu minimieren. Sieht gut aus. Fliegt sich wieder eins. Okay, ich gehe Schub raus und mache als nächstes das Fairing auf. Fairing geht weg. Fairing sieht sauber aus. Launch Escape System geht weg. Sauber. Und wir sind unterwegs Richtung Orbit. Düt, düt. So, ich unterbreche mal kurz den Schub. Wir sind relativ gut unterwegs. Ich würde die Kiste jetzt ein bisschen runter drehen wollen, damit wir gleich nachburnen. Wir haben noch ein bisschen was zu tun, aber es ist keine riesen Anstrengung mehr, die wir unternehmen müssen. So, das sieht gar nicht schlecht aus. Ach, eine Funkantenne für Science haben wir natürlich nicht mitgenommen, aber Details. Details. Okay. Wir brennen das jetzt sehr, sehr soft runter noch, damit ich schon mal ein bisschen Geschwindigkeit habe, wenn wir gleich an der Apoapsis sind. Da drehen wir dann nochmal den ollen Schubhebel auf. Sieht aber bisher sehr, sehr gut aus. Fliegt sich auch einwandfrei. Und gleich sind wir auch den großen Klotz dann los. Da wird noch ein bisschen Restsprit drin bleiben. Den können wir nutzen, um ein paar Sicherheitstoleranzen aufzubauen auf dem Weg zum Moon. Also wir werden dann wahrscheinlich mit der großen Stage das Beschleunigen noch beginnen. So. Genau, also ich habe zwei Piloten, die glaube ich sogar mit dabei. Es muss halt bei den Turi-Missionen die ganze Zeit ein Pilot anwesend sein. So, Vollschub. Aber schön alle mit 5G nach hinten an die Wand gehämmert. So, und wir sind im Orbit und haben nochmal 100.000 zurückbekommen von Massive Scale Launches. Damit haben wir einen guten Teil der Konstruktionskosten schon mal wieder reinbekommen. So, die Turis sind wahrscheinlich gerade bewusstlos geworden, weil ich sie mit 5G hinten an ihren Sitz genagelt habe. Und wir haben noch 163 Meter pro Sekunde. Gut berechnet, die Stufe auf jeden Fall. 163 Meter pro Sekunde übrig, die wir nutzen können in Richtung Moon. Und das bereiten wir jetzt mal vor. Zack. Set as target. So. Dann müssen wir gleich einmal nach der Manöver... Das ist ein bisschen weit. Oder? Dass irgendwie mit muss. Ich wollte auch nur zum Moon. Hier so. So ungefähr. Ungefähr hier. So, die Korrektur machen wir dann nachher unterwegs. Machen erstmal nur den minimal nötigen Aufwand.
Jo, das ist unser Manöver. So, Configuring for Flight. Wir machen unsere Solarpaneele raus, damit uns der Strom nicht ausgeht. So. Licht. Was ist hier durcheinander? Oh, wir machen das wie in so einem Flugzeug. Wenn wir Landlichter brauchen, ist das Licht in der Kabine aus. Nee. Alles gut. So. Dann muss ich es jetzt so rummachen. Gucken, ob das, sauber mitspielt. Auch nach so Zeitraffern und so weiter. Lights on. So. Landelicht an, Kabinenlicht aus. Sehr gut. Landelicht aus, Kabinenlicht an. Ah, nur die eine Kabine spielt gar nicht sauber mit. Zack. Hat sich, ist schon gedesynkt. Okay, also ist einfach Licht alles gleichzeitig. Zack. Ja, die hat sich wieder rausgezogen. Ist ja egal. So. Also Licht passt. Das ist an. Habitation anmachen. So, dann haben wir Habitation für... Also wir haben Supplies für 2 Tage, Habitation für 16. Und ich meine, wir haben hier sogar noch ein... Recycler oder so? Nicht in dieser Kabine. Nope. Okay, 2 Tage reichen aber, um zum Moonen zurückzufliegen. Und danach haben wir auch noch ein bisschen Toleranz. Also Recycling ist jetzt kein Riesendrama. Juti! Dann würde ich sagen, lasst uns doch mal ungefähr hier so hinwarpen. Dann können wir nämlich noch auf dem Weg zum Manöver die Drehung einleiten. Ich gebe jetzt mal einen Spin mit, damit er sich dreht, und dann lassen wir ihn einfach ohne SRS arbeiten. Also 841 Meter pro Sekunde, wir haben noch 163 in dieser Stage, das heißt dann noch ungefähr 700 zu arbeiten, wenn die nächste Stage rankommt. Das heißt, wir werden in der Stage so ungefähr 400 Meter pro Sekunde übrig behalten. Das sollte ganz gut klappen, dass wir uns mit der Stage dann noch sauber in den niedrigen Orbit runterbrennen können, um von da aus dann weiterzuarbeiten. Ich bin relativ zuversichtlich, dass die Spritplanung gut funktioniert. Und wir damit dann arbeiten können. So, wir dürfen nur nicht unsere ganzen Sachen vergessen. Also wenn wir die Touris sauber machen, plus die Flagge auf dem Moon, plus jetzt eben das erste Payback, was wir schon gekriegt haben durch Massive Scale Launches, also die ersten 100.000 sind schon zurückgekommen, dann müssten wir gut und gerne 200-300k tatsächlich verdienen können mit der Mission. Und trainieren ganz nebenbei noch eine ganze Menge Kerbals. Das Einzige, was wir halt gucken müssen, wir müssen echt zusehen, dass wir auf wirklich flachem Boden landen mit diesem Raumschiff. Also irgendwelche Spaßdinge à la an einer Hügelflanke oder sowas ist damit echt nicht. Ich würde gucken, ob wir nicht irgendwie mittig in so einen Krater reingehen, wenn ich was Schönes finde. Aber das gucken wir uns drüben am Moon an.
H1 nach dem anderen. So, wir sind jetzt hier. Unser Manöver kommt da vorne. Da ist die Knie unterwegs. Etwas hinter uns im Moment. So, das sieht auch ganz gut aus, dass wir unsere Drehung geschafft haben, bis das Manöver kommt. So, ich prüfe nochmal. Das sieht auch gut aus, dass wir hier über den richtigen Decouple sprechen. Das sollte alles funktionieren. So, ich mache noch mal ein paar letzte Korrekturen hier. 30 Sekunden noch bis zum Manöver. Das sieht gut aus mit der Drehung. Das ist aber so ein bisschen das Geduldsspiel mit so großen Schiffen. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Weiter geht's auf der nächsten Stage. So. Da verschwindet der Rest und wir sind unterwegs in Richtung Moon. Und zwar mit einem sehr, sehr kurzen Burn für so einen Moon, Trans-Moona Injection Burn. Wir werden das nachher noch ein bisschen gleich korrigieren. Aber jetzt heißt es erstmal einfach nur Geschwindigkeit aufbauen, um den Moon dann gleich abzufangen. Das machen wir größtenteils mit dieser Stufe. Wie gesagt, wenn alles geklappt hat, so wie ich das vorher kurz im Kopf überschlagen hatte, müssten wir knapp über 400 Meter pro Sekunde Delta V übrig behalten, mit denen wir noch korrigieren und uns in den Orbit einbremsen können. Mal sehen, ob ich recht behalte. Okay, 446 Meter pro Sekunde. Das sieht gut aus. Wir sind auf 435 Kilometer rangekommen. Was wir jetzt vorbereiten, ist eine Kurskorrektur auf der Höhe. Jetzt gucken wir mal. Ich denke, wir werden uns in einen schönen, sauberen Äquatorialorbit bringen. Das macht am meisten Sinn für uns. Und wir gehen schon mal runter auf so geschmeidige 20 Kilometer Höhe. So, das sind nochmal 12 Meter pro Sekunde. Und wir können hier schon mal sehen, dass wir ein bisschen hoch korrigieren sollten. Okay, und dann müssen wir doch ein bisschen wieder raus, damit wir die 20 halten. So, und dann sollten wir ganz gut über den Äquator gehen. Gerade ist es nicht, aber so, good enough, würde ich sagen. Für meine Zwecke auf jeden Fall good enough. So, dann ist das unser nächstes Manöver. Das Schöne ist, wir können auch hier schon mal die Drehung wieder einleiten. Das geht jetzt aber auch schon ein bisschen einfacher, weil wir halt einfach bei weitem nicht mehr so viel Gewicht mit uns rumschleppen. Und ihr seht, die Supplies werden auch schon fröhlich weggemampft. Wir sind jetzt aber ganz gut unterwegs und werden auch in circa 5 Stunden, na, wie lange ist es? 5 Stunden tatsächlich, 5 Stunden 14, den Moon Encounter schon haben. Das ist halt das Schöne, wenn man mit vielen Kerbals unterwegs ist und mit diesem Live-Support-Zeug spielt, dass die Flugzeiten zum Moon halt relativ kurz, da bin ich auf die falsche Taste gekommen, die Flugzeiten zum Moon halt relativ kurz sind. Müssen wir ganz kurz einfangen, was ich hier verbockt habe. So. Ist nicht wild. Wir sind nicht wild. Wir müssen gleich ein bisschen nachkorrigieren, sonst wird das eine sehr, sehr direkte Moonlandung. Wir machen garantiert keinen Realtime-Flug. So. Das korrigieren wir gleich nach. Ich bringe uns nur schon mal
In Position, so. Voilà. Ihr seht auch, ich bin vor Wurstfingern nicht geschützt. Jetzt wo Y. Ich habe halt früher mit der alten Tastaturbelegung immer Vollschub auf Z noch gehabt, bevor es die Lokalisierung gab. Ich habe dann aber auch mal für die Tutorials einen Clean Wipe gemacht mit der Tastenkonfig. Ich finde Y tatsächlich gar nicht geschickt. Ich finde Z besser, weil wenn man mit WASD spielt und abrutscht, das ist mir jetzt gerade passiert, kann man halt aus Versehen auf Nullschub gehen. Ist aber im Regelfall nicht so viel Drama bei so Drehungen, wie wenn man das auf Vollschub packt. Und Hunter, vielen lieben Dank fürs Follow und ich hau jetzt mal den Zeitraffer rein. Und dir herzlich willkommen bei den Kyrbonauten. So. Duo Order Time Acceleration. Und jetzt korrigieren wir hier unseren Kurs nochmal ein bisschen auf das, was wir eigentlich tun wollten. This is not how any of this works. Dude, das ist komplett falsch geworden dadurch. Wir machen nochmal eine ganz neue Kurskorrektur in ein paar Minuten. Und Kuga, vielen lieben Dank für deinen Sub. Vielen Dank und ganz viel Spaß mit deinen Kirby-Emojis. So, jetzt drehen wir uns schon mal dahin und machen diesen kurzen Zwischenburn. So, also normalerweise, um uns aus einem Vorbeiflug reinzubremsen in eine Moon-Umlaufbahn, sollten wir so ungefähr 300 und ein bisschen Meter pro Sekunde verbrauchen. Auch hier gilt wieder, wenn wir Resttreibstoff haben, was wir wahrscheinlich haben werden, nutzen wir den einfach für den Anfang des nächsten Manövers. In unserem konkreten Fall dann das Einbremsen auf einen suborbitalen Flug. Und dann sparen wir uns da auch wieder in der nächsten Stage ein bisschen was. Das hat jetzt den großen Vorteil, dass die nächste Stage für uns ja wirklich die Landestage ist. Und wir damit sicherstellen können, dass wir auf jeden Fall eine vernünftige Toleranz haben, wenn es darum geht, auf dem Moon zu landen. Da es dann 100 Meter pro Sekunde mehr haben, gar nicht so schlecht. Die können wir dann auch beim Start noch aufbrauchen. Dann geht halt die Stufe dafür nur suborbital. Aber die wollten wir eh nicht mitnehmen. Die hätten wir eh stehen lassen. Die kann dann auch auf dem Moon explodieren. So. Mal ganz, ganz vorsichtig hier unser... Wenn ihr mal so ganz knappe Dinge habt, dann einfach mit RCS arbeiten. Also ich mache jetzt RCS an und pumpt die Reste des Orbits einfach mit H nach oben. Also H ist vorwärts Burn mit RCS in der Standardbelegung. Und damit sind wir jetzt auf dem 20 Kilometer Vorbeiflug am Moon eingerichtet. Und werden jetzt hier schon mal unser Manöver planen. Und dann können wir schon mal sehen, wie viel wir tatsächlich verbrauchen. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Treffer hingelegt. Der wird nicht so teuer. Und wir gehen hier runter auf auch ungefähr 20 Kilometer. Habt ihr mal einen guten Indikator, wenn die Dinger beginnen sich zu drehen und auszutauschen, dann habt ihr fertig. Also 260 werden wir verbrauchen. Das heißt, wir behalten übrig 260 gehen weg, dann haben wir nochmal 160 Meter pro Sekunde, oder? Vertue ich mich gerade? Nee, 160 Meter pro Sekunde müssten übrig bleiben. 60, 40, 60 drauf, ja. Ungefähr 160 Meter pro Sekunde, die wir noch für die Bremsung, für die Landung nehmen können. Dann haben wir da auch schon wieder eine ganz nette Toleranz geschaffen. Sehr schön. Lasst uns das so tun. Okay. Ich würde sagen, Anflug zum Moon mit auf den Moon gucken. Wenn ich ihn finde. Da ist er. Dann los. Also hier seht ihr die Zeit, die wir noch haben, bis wir unser Manöver fliegen müssen. Wir sind ganz gut unterwegs. Die Snacks werden fleißig weggesnackt. Ich denke, die werden pünktlich zu unserem Wiedereintritt dann auch aufgefressen sein. Wie ich unsere Kirbels kenne. So.
Jetzt gehen wir gleich erstmal auf die dunkle Seite des Mondes. In diesem Fall allerdings die Körbenseite, weil Neumond und so. Und dann haben wir gleich unsere Bremsung. Da ich da eigentlich gar nicht dran gedacht, dass ich mit einem Newbie-Piloten ja die ganzen Manöver selber machen muss. Ist ja ekelhaft. Kalimi, übernimm doch auch mal was. So, mit Sonnenaufgang am Moon werden wir uns in den Orbit hineinarbeiten. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir sind in Position. Ich mache jetzt mal einen Zeitraffer bis ans Manöver ran. Und ihr seht, wir gehen jetzt schon relativ flach über den Moon rüber. Genau, Auto. Erstmal im Nachgang nochmal guten Hunger. Hat ja offensichtlich geklappt und geschmeckt und du hast es zumindest überlebt. Genau, der Bau ist durch und der Start hat soweit geklappt. Bisher, muss ich sagen, läuft die Mission sehr, sehr gut. Also tatsächlich, es hat sich gelohnt, gründlich zu bauen. Bisher läuft es wirklich sehr rund. Wir sind leicht über unseren Toleranzgrenzen. Also wir haben ein bisschen Puffer immer noch aus einer vorherigen Stage. Also diese Stage ist jetzt genau das, was ich eigentlich auch gerade brauche. Wird aber ungefähr 160 Delta V übrig behalten nach ihren Manövern, die wir dann noch für den Ansatz der Landung machen können. Also wir sind im Moment so knapp 160 Delta V unter Budget. Das sieht wirklich gut aus. Reserven bauen sich auf und wir zünden, um uns in die Moon-Umlaufbahn zu bringen und haben eine Umlaufbahn. So. Auch hier gilt, wir sind jetzt ein bisschen niedrig gegangen mit den 16 Kilometern. Das ist aber nicht so wild. Es gibt keine Erhöhung, die so hoch ist am Moon. Und wir haben jetzt 158, also ich habe ein bisschen overshootet. Deshalb waren die 160 dann ja gar keine so falsche Aussage. Okay, jetzt müssen wir uns mal aussuchen, wo wir landen wollen. Mal sehen, wo wir schon waren. Fangen wir doch einfach mal da an. While landed at the Moon. Ist das der Farside Crater oder ist das der East Farside Crater? East Farside. Ich muss mal ganz kurz eine Map aufmachen, um das zu vergleichen. KSB Wiki. Mal sehen. So, Kerbin. Ja, nee, ich hätte gerne den Moon. Entschuldigung. Moon. Was gibt's? Englisch. So, East Farside Crater. Farside Crater ist der mit dem Canyon nach oben weg. Das muss der hier sein. Der ist jetzt natürlich gerade in der absoluten Dunkelheit, ne? Wäre für uns jetzt aber nicht das Riesenproblem. Wir haben genug Batterien und wir haben auch
Landed at the Moons. Jetzt gucken wir mal, ob wir da schon irgendwas gemacht haben. Farside. Entschuldigung. Farside Crater. Also, East Farside haben wir gemacht. Das ist allerdings eher hier. Den wollen wir nicht. Der hier liegt so gerade im Sonnenuntergang. Also wenn wir landen, wird es dunkel. Das wäre jetzt aber kein Riesendrama, wie gesagt, weil wir Licht haben. Und der ist noch komplett unerforscht. Ja, und da sollte es möglich sein, eine Landezone zu finden, die flach genug ist in dem Krater. Wollen wir den Krater anfliegen? Wäre das für euch auch okay? Weil dann würde ich dafür jetzt mal das Manöver planen. Aus meiner Sicht macht es halt wissenschaftlich total Sinn, dahin zu fliegen. So, und ich würde sagen, wir bremsen mal hier so schon ab. Und ich gehe erstmal noch ein bisschen hoch und ziel so aufs Ende des Kraters. Dann haben wir noch mehr als genug Zeit, uns zu entscheiden, wo wir genau runter wollen. Ja, winkt Kerbin nochmal. Wenn wir Kerbin das nächste Mal wiedersehen, werdet ihr alle erfahrene Moon-Raumfahrer sein. So, wie gesagt, wir müssen dann nur aufpassen. Warum ist eigentlich schon so viel Futter weg? Weil die Hunger haben. Weil die wirklich Hunger haben. Wir haben auch keinen Life-Support und ich habe halt auch nur für knappe 2 Tage mitgenommen. Und wir sind jetzt gut über 6 Stunden unterwegs. Ein Kerbin-Tag hat 6 Stunden. Also es ist relativ korrekt, dass hier mittlerweile die Hälfte der Supplies weg sind. Also es passt. Ist nicht so, als ob es irgendwie unerwartet wäre. So. Jutti, ich drehe die Kiste mal für ihr Manöver. In 2 Minuten geht's los. Und eigentlich haben wir die Snacks ja auch nur mit, damit die Touristen sich nachher nicht beschweren. Jutti, Jutti. Nee, die Kerbels wissen nicht, was Mars ist. Die Kerbels essen immer den Duna-Schokoriegel. Duna ist so ein Schokoriegel auf Kerbin, der wird auch mit Karamell und Erdnüssen gemacht. Aber der heißt da Duna. Ganz wichtiger Unterschied. Oder? Ach nee, Mars ist ja... Es ist Snickers, ne? Was ist im Mars nochmal drin? Karamell und? Ist das irgend so eine komische Schaumcreme oder so? Ihr seht, ich bin nicht so der Marsesser. Echt Nougat ist das. Das erklärt auch, warum ich das nicht so gerne esse. So, ihr Lieben. Da hinten ist, glaube ich, Minmus zu erkennen, oder? Ja, ist schon wieder Joel, glaube ich. Ja, es ist Joel. Es ist tatsächlich Joel. Da hinten. Ich denke immer, es ist Minmus. So. Ein paar Sekunden noch. Ich werde das sehr vorsichtig zünden. Das ist ein relativ kurzer Burn. Da müssen wir jetzt nicht irgendwie voll in die Eisen gehen. Und dann beginnen wir unseren Sinkflug und sehen auch schon mal, in welchem Biom wir dann runterkommen würden.
10 Sekunden noch. Warum kann ich denn hier gerade keine Änderungen machen? Ist deswegen. Was weiß ich. Weil ich keinen Funkkontakt habe. So, treffen wir jetzt den entsprechenden Krater, den wir wollten. Nicht so richtig, ne? Impact Biom Lowlands. Faucet Crater. Volltreffer. Okay. Ab jetzt heißt es Retrograd. So, es gilt 509 Meter wegzubremsen. Impact Marker können wir uns setzen. Wir haben genug Zeit. Um es mal so zu formulieren. Wir haben auch genug Delta V, um im Zweifelsfall nochmal zu korrigieren. Und wenn alle Stricke reißen, brechen wir ab. Also wenn alle Stricke reißen, stagen wir weg, brechen ab und weg. Hunske, moin. Grüß dich. So, weil dafür sind zu viele Kerbals an Bord, um das zu versauen. So, vorsichtig in den Anflug gehen. Wir können schon mal das Licht einschalten. Ist das schon mal vorbereitet? Die Beine klappen wir erst aus, wenn wir nochmal gestaged haben. Weil vorher wird das ein bisschen zu gefährlich. So, Leute. Wir sind unterwegs. Auf 236,35 Kilometer bis zur Zündung unseres Suicide Burns. Mir geht's soweit gut mit mir. Dankeschön. Bin seit Anfang der Woche ein bisschen verschnupft, aber it's not Corona. Nee, ich hatte leider am Dienstag so eine sehr stark erkältete Frau, die mit an diesem Vierertisch saß, an dem ich in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit saß. Und mich scheint es nicht richtig erwischt zu haben, Gott sei Dank. Das Letzte, was ich jetzt bräuchte, wäre noch eine richtige Erkältung. Gegen Grippe bin ich zum Glück geimpft. Aber sie hat mir wohl so einen kleinen Schlag in den Nacken hat sie mir wohl gegeben. Gesundheitlich. Aber es ist okay. Es ist nur so ein bisschen verrotzt. Das war jetzt übers Wochenende so ein bisschen so, ne, werde ich krank, werde ich nicht krank. Aber alles gut. Was die derzeitige Mission? Wir werden mit 16 Kerbals. 3 davon sind Touristen, 13 sind Zuschauer-Kerbals, die alle noch unerfahren sind. Also alle Zuschauer-Kerbals, die bisher noch kein Sternchen haben, also noch keine erfolgreiche Mission geflogen sind oder halt noch gar keine Mission geflogen sind, hatte ich ja angekündigt, machen heute ihre erste Moon-Mission. Alle gemeinsam. Und da sind wir gerade hin auf dem Weg. Also wir sind relativ glorreich gestartet. Und haben uns schon mal auf den Weg gemacht. So, ich würde jetzt, glaube ich, mit der Stage eine Zwischenbremsung hinlegen. Wenn ich da noch nicht war. Ja, okay, nee, aber das ist näher dran. Da fliegen wir scheinbar noch drüber. Das ist eigenartig. Das ist sehr eigenartig, dass hier plötzlich eine Flagge auftaucht. Ah, vielleicht ist auch durch den Patch irgendwie durchs Update damals was kaputt gegangen. Oder nee, das ist am Rand des Kraters, ne? So, ich mache jetzt mal einen Zwischenburn. Um zu gucken, dass wir ein bisschen. Ein bisschen schon mal verlangsamen. Alles gut. So. Heißt das? Ist das schon im Krater? Nee, ne, das ist noch safe vorm Krater, glaube ich. Haben wohl 74, 72 Kilometer? Das könnte auch im Krater sein. Abgefahren. Ach ja.
Warum steigt die Entfernung zum Suicide Burn? Muss ich mir Sorgen machen? Jetzt wird sie wieder geringer. Das macht mir irgendwie alles insgesamt relativ viel Sorgen. So, ich bremse jetzt noch mal ein bisschen. Okay, Triebwerk ist soweit leer. Das heißt, wir können jetzt ganz minimal im Schub mal uns von dem Triebwerk verabschieden hier. So. Jetzt schon mal die Landebeine vorbereiten. Dann hätte ich gesagt, lasst uns mal anfangen zu brennen. Weil ich nicht so direkt weiß. Aber ich habe eine 6 irgendwas Thrust Weight. Also eigentlich müsste das alles relativ sexy funktionieren mit der Landung. Aber das hier macht mir irgendwie Sorgen. Die müsste sinken, die Zeit. Also die Entfernung. Versteht ihr, was ich meine? Aber hier unten, der betrügt mich hoffentlich nicht. Hoffentlich betrügt der mich nicht. So, bin ich jetzt schon über dem Krater? Ja, ich war hier schon mal mit einer Science Mission. Das ist ja auch eigenartig. Na gut. So, ich werde mit ein bisschen Toleranz an die Sache rangehen. Einfach, weil ich nicht sterben möchte. Boden in 5. Okay. Also, ich hätte gesagt, ich fahre bei 60 Sekunden das Triebwerk hoch. Und dann gucken wir mal, was hier so passiert. So, ich will vor allen Dingen die Sinkgeschwindigkeit auch ein bisschen reduzieren. Wir sinken im Moment mit 23, 22 Metern pro Sekunde nur. Das ist gut, dann können wir uns auf Horizontal konzentrieren. Safe. So, jetzt scheinen die Anzeigen hier auch. Das haut überhaupt nicht hin. Irgendwie haut das alles überhaupt nicht hin. Aber ist egal. So. Das sieht gar nicht schlecht aus. Hier scheinen wir an dem Rand von so einem Krater zu sein, wenn ich den Impact Marker richtig lese. Okay, auch hier gilt wieder, ich mache uns ein bisschen Toleranz mit rein. Wir kommen genau zwischen zwei Kratern runter, glaube ich. Strom sieht auch okay aus. Bremsen uns schon mal ein bisschen. Dass wir nicht zu schnell runtergehen. 3 Kilometer noch. Ganz schöner Blindflug, ey. Ich hoffe, das Licht greift bald. So. Also wir haben genug Toleranz, aber wir haben auch noch 900 Meter bis zum Boden. Das mache ich jetzt gerade mal aus. Und lass uns ein bisschen durchsacken, damit wir dafür nicht Treibstoff raushauen. Ich kann noch nicht viel erkennen, wie der Boden so ist. Ich finde es gerade sehr schwer zu landen, so ganz ohne Anhaltspunkt. Ich
Schwer zu sagen gerade. Die Geländebeschaffenheit ist. Okay, das sieht aber nicht so schlimm aus. Oder? In meiner Welt sieht es okay aus. Und Zeit. Dann viel Puffer. Noch ein Delta V. Ich lasse ihn ein bisschen schneller werden. Weil er sich dann schön stabilisiert. Okay, 60 Meter. Ich ziehe jetzt langsam Geschwindigkeit raus. Sieht sehr gerade aus hier. Okay, noch mehr Geschwindigkeit raus. Und. Oh, ein bisschen vertan. Wow. Ruhig, Braune. Ruhig. Das ist ein bisschen unangenehm gerade. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib stehen. Verdammte Axt. Verdammte Axt, ich muss durchstarten. Das ist ja richtig scheiße gerade. Ich krieg ihn nicht sauber zum Stehen. Hier geht gleich der Treibstoff aus, ne? Fuck. Was machen wir denn da jetzt? Jetzt erstmal irgendwie einen Retrogradmarker. Ich sehe ihn nicht. So eine Scheiße. Ich sehe nicht meinen Retrogradmarker da. Also ich probiere jetzt nochmal mit Hilfe der zusätzlichen Stufe. Eine Landung hinzukriegen. Oh, wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Ja, Pitch Roll. Das stimmt. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas stimmt überhaupt nicht. Keine Ahnung, was hier los ist. Tatsächlich. Warum das so schlecht funktioniert gerade. Weiß es nicht. Ich kann es gerade nicht beantworten. Aber ich habe große Probleme, wie man sehen kann. Fuck. Ach du Scheiße. Das Ding flippt komplett. Ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß es wirklich nicht. Oh shit, ey. Ich muss jetzt mal gucken, dass keiner stirbt. Irgendwas stimmt überhaupt nicht. Ich weiß es nicht. Also es ist komplett instabil beim Landen. Also wirklich komplett instabil. Ich weiß nicht, was los ist. Tatsächlich nicht. Also es fliegt sich... Entweder ist der Boden hier sehr viel... Aber so schräg ist er nicht. Es ist wirklich eine leichte Schräge nur. Wahrscheinlich... Nicht breit genug. So, ich nehme jetzt erstmal die Beine rein, tatsächlich bewusst. So. Lass uns mal kurz checken, was passiert ist. Wir haben einen Fallschirm verloren, das ist nicht gut. Ansonsten scheint aber soweit alles dran zu sein. Okay. Wir haben jetzt ein bisschen Sprit verloren durch die Nummer. Solarsegel sind hier unten nicht so wichtig. Okay. Die Typen haben ihre
Land on Demand. Okay. So viel ist schon mal sichergestellt. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist, kriegen wir das Ding aufgerichtet, ohne uns zu verletzen? Ja, das hat es nur so eingeschränkt besser gemacht. Also die Dinger können wir mal auf jeden Fall einfahren im Moment, damit wir gleich noch Strom haben, wenn das Drama hier vorbei ist. So. Brauche ich das Ding noch? Ich überlege gerade, wie ich das jetzt am besten... Also, ich habe auch nicht ewig Zeit, weil ich brauche Strom für die Nummer. Collect Laser Data. Wir fahren jetzt erstmal schnell ein bisschen Science. Und dann kümmere ich mich mal darum, dass wir hier wegkommen. Also die Mission haben wir erfüllt. Das ist gut. Also die Touristenmission. Ich würde jetzt gleich auch noch raus die Flagge setzen und die Science-Experimente einsammeln. Und dann müssen wir uns einen Kopf machen, wie wir hier wegkommen. Weil die Batterie wird nicht ewig halten. Ja gut, keine Gamma Rays für uns. Auf jeden Fall ein Crew Report. Zack. Und dann würde ich sagen, schicken wir mal einen Wissenschaftler raus. Und so. Ja. Zack. Da kommen wir auch ganz gut wieder ran. Das muss ich jetzt mal ausmachen. Das macht er ja fertig. So. Einmal die Experimente sammeln. Und die Flagge aufstellen. Können alle. Ja, wenn ich Werkzeug mitgenommen hätte, könnten sie das vielleicht. Aber die wäre so krumm und schief, dass wir vermutlich sterben auf dem Weg. Rackballt ja auch noch. Schön, weil er einmal mit dem Kopf dagegen kommt. Rackballt er komplett weg. So. Und das? Connect Data. Tank Data. Tank Data. Siehst du, hätte ich fast vergessen sogar. Ah, hier haben wir nichts. So, dann brauchen wir von dir noch einen EVA-Report. Zack. So. So, so viel dazu. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt die Flagge hier noch hin. Oh, liegt da drüben so ein kleiner Stein rum. Ich lasse mich schwer ablenken, aber... Ist das so ein Moonstone? Könnte man aber auch mitbringen, ne? Because of Science. Mit der kleinen Spitzhacke. Zack. Eins Stein. So. Plant Flag. Ist das die erste Moon-Mission im Safe Game? Das ist definitiv nicht die erste, aber es ist die erste mit 16 Kerbals in dem Safe Game. So, man soll auch ehrlich sein. Aber wir haben schon mal Kohle verdient. Das ist gut. Jetzt lasst uns mal zusehen, dass wir das Ding hier nach Hause schaukeln.
Lasst uns mal zusehen, dass wir das hier hinbekommen. Vielleicht fliege ich das Stück dann doch lieber. So. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber rettbar vielleicht. Mal gucken. Mal gucken, wie wir das machen. Der Hang könnte unser Freund sein, muss er aber nicht. So. Die Kappe. Please don't explode. Erstmal weg von dem Mist. So. Okay, das dreht uns schon mal schön in Richtung 90 Grad. Das ist gut. Alle raus und ein Foto gemeinsam machen. Ja, ich überlege gerade, ob wir uns das strommäßig leisten können. Alle einmal rauszumachen. Weil ehrlich gesagt ist ja eine kleine Notfallsituation entstanden. Muss man so zu formulieren. So. Verdammt. Ich brauche mal einen fähigen Ingenieur. So. Eventuell. Ich glaube, das ist zu viel gewollt, aber. Oh, mein Kopf. Okay. Das geht nicht. Verdammt, verdammt, verdammt. Traue ich mich das oder traue ich mich das nicht? Das ist jetzt die große Frage. Na, nächster Ingenieur. Abflugschneise checken. So. Also was kommt hier als nächstes auf uns zu? Im Prinzip glatter Boden, ne? Im Prinzip würde es gehen. Es ist eine leichte Rampe. Eieiei. Das ist halt super gefährlich. Da muss man nicht so empfindlich reagieren mit mir. Ich glaube, ich würde es probieren wollen. Wir haben. Gott. Krieg ich das hochgezogen? Kriege ich das hochgezogen? Eieiei.
Oh, ich einfach hier einen kleinen Bauernhof anlegen. Ich denke nicht. Die Frage, die ich mir halt gerade stelle, so ein bisschen ist. Oh, hör auf damit. Du brauchst unser RCS. Die Frage, die ich mir ein bisschen stelle, ist, kriegen wir die Kiste hochgezogen? Aber Schlaues fällt mir da im Moment jetzt halt auch nicht ein, ne? Eieieiei. So, wer sitzt hier wo? Kimcot und Yordok, das sind die Touris. Und Tanja. Also hier drin sitzen Touris. Ich müsste die Kiste halt aufgerichtet bekommen irgendwie, aber da rührt sich halt nichts. Das jetzt bewegen. Nee, nicht so wirklich. Okay, also das ist auch keine Chance, irgendwas dran zu manipulieren. So, ich probiere mich jetzt mal so zu drehen, dass ich auf dem Hang liege. Stück für Stück. Das Problem ist, wir kriegen hier nicht besonders viel. Kriegen hier nicht besonders viel Neigung. Was ich halt gerne hätte, wäre so ein bisschen über den Horizont zu gehen. Ich drehe mich gerade mal ein bisschen. Das wäre eigentlich das, was mich sehr glücklich machen würde, wenn wir das ein bisschen aufgerichtet bekommen. Versteht ihr, was ich meine? Aber das passiert irgendwie im Moment nicht so. Kriege ich das mit einem Ingenieur ein bisschen gedreht? Dass wir irgendwie die Nase ein bisschen weiter nach oben bekommen. Das wäre eigentlich schon mal ein ganz guter Ansatz. Damit ich halt nicht nach unten gucke. Dreht sich nicht wirklich, ne? Er dreht sich nicht. So schön Leitern angebaut und alles, ne? Ich kann nichts bauen, ich habe kein Werkzeug. Warte, ich habe kein Werkzeug mit dabei. Sonst wäre das sehr viel einfacher, dann hätte ich mir aus diesen Luftschleusen tatsächlich einfach ja, eine Art Startrampe bauen können. Okay, dann lass es uns mal probieren, ne? Hilft ja nichts. So fürchterlich in die Hose gehen.
Chance. Please, please, please don't. Nein! Oh Gott! Oh Gott! Und wir stehen! Was passiert hier? Also wir haben völlig die Kontrolle verloren über die Rakete, aber ich weiß aber auch nicht warum. Irgendwas ist mit der Rakete aber auch wirklich komisch. Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Wir haben komplett die Kontrolle verloren. Jetzt fehlt auch ein Triebwerk. Keine Chance mehr gerade irgendwas zu machen. Oh wei. Ich weiß wirklich nicht gerade, was passiert. Also auch die Rakete schaukelt sich deutlich mehr auf, als sie das sollte. Die kommt auch nicht zur Ruhe. Die wird im Gegenteil immer schneller. Ich kann mal probieren. Es ist halt nichts. Ich kann nichts dagegen tun gerade. So. Wenn ich es irgendwie schaffen sollte, in dem Moment zu zünden, wo wir am Boden sind, und nach oben zeigen. Ich krieg keine Kontrolle in das Ding rein, ne? Irgendwie versuchen zu lenken hier an dem Teil. Please. Oh, wow, noch ein Triebwerk. Es ist unglaublich. Ja, das SRS bringt überhaupt nichts. Das SRS arbeitet nicht gegen. Jetzt hat er sich gefangen, aber rollt halt auch einfach weiter über den Dings. Oh Mann. Das SRS war halt komplett saturiert, deshalb habe ich es auch ausgemacht. Ich habe halt diese semi-saturable Dingsbums. Oh Mann, ey. Das ist echt bitter insgesamt. Da ist auch nichts mehr zu retten an der Kiste. Es ist halt noch keiner draufgegangen, das ist die gute Nachricht. Okay, was wir jetzt erstmal machen können, ist alle hier zusammenholen. Wir haben darüber noch... Oh wei, Leute. So, jetzt steht die Kiste fast, oder? Nein, sie kippt natürlich wieder um. Das gibt's doch gar nicht, ehrlich jetzt, ey. So, wir können jetzt hier drin Crew-Transfers machen. Und zwar, ne, wir können ja so richtig viel transferen, können wir auch nicht. Aber wir können die anderen Typen rüberholen, damit sie da nicht elendig sterben. Da sollst du raus. Thank you. So. Ja, Leute, ich glaube, die nächste Season wird mit einer Rettungsmission losgehen müssen. Ob es uns gefällt oder nicht. Das ist echt kacke. So. Einer kann da rein. Einer kann da rein. So. Kann ich den von hier? Ja. Hoffentlich geht das. Sehr gut. So, EVA. Medic. Okay, damit haben wir aber schon mal alle an Bord. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt ist die große Frage, wie lange hält hier der Strom? Wie lange hält Essen und Dingens? Das ist ja eigentlich die Frage. Ups. Board. So. Wir haben
4 Stunden, 12 Minuten and counting. Oder auch... Oh, krass. Es verbraucht fast genauso viel Strom. Es macht kaum Unterschied. 4 Stunden, 11 Minuten and counting, um eine neue Rakete loszuschicken. Und es tut mir leid, Leute. Es ist der perfekte Cliffhanger.